Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu MotoGP 21. Achterstream mittlerweile am Start. Ja, und zum Glück konnte ich heute ein bisschen früher streamen als gedacht. Deswegen lege ich auch gleich los. Und ich hoffe, wir kommen heute schon in die Moto 2. Könnte aber knackig werden. Wenn nicht, dann spätestens im nächsten Part, nächsten Stream. Weiß nicht, ob ich morgen Mittag gleich wieder streame oder dann vielleicht erst am Donnerstagmittag. Weiß ich noch nicht genau. Das gleich als kleine Info fürs nächste Mal. Und da haben schon die ersten 4 Likes an, Freunde. Aber jetzt bleiben wir mal hier beim heutigen Tage und ob ich morgens Mittag wieder gleich weiterfahre oder am Donnerstag oder beide Tage. Mal schauen. Eine der zwei Mittagstermine sind fix Mittwoch oder Donnerstag. Aber ist egal jetzt. So, zack, das läuft. Das läuft. So. Livestreaming, okay. Dann nehme ich jetzt das. Und das. Dass ich hier den Ton sehe. So, perfekt. Hallo Leon. Jetzt habe ich erst angefangen. Ja, doch, heute ein bisschen länger auf jeden Fall. Das wird heute sicher länger. Ich bin nicht, ich habe jetzt gerade keinen Bock auf die Facecam, ehrlich gesagt, aber falls ihr unbedingt eine wollt oder so, könnt ihr es gerne mal reinschreiben oder auch, wenn ihr das Spiel danach anschaut, das Spiel sage ich schon, ein Stream, und ihr vielleicht eine Facecam wollt, sagt es mir ruhig gerne. Aber irgendwie habe ich gerade aktuell mal keine Lust. Aber die kommt sicher wieder mal. Aber ich kann sie auch währenddessen jetzt einmal starten wieder. Das ist ja nicht das Thema. So, wir haben gesagt, yo, sollen wir da jetzt. Nee, das passt schon. Ja, dass wir vorher den Rahmen hier gemacht haben, das war eigentlich eh okay, dass wir da jetzt passt das Moped wenigstens halbwegs vom Feeling her. Hier haben wir was gesagt. Ah, da haben wir. Kraftstoffverbrauch. Ja, haben wir da, sind wir da am Start oder sind wir am Start? Ja, genau, perfekt. Was wollte man da forschen? Ich weiß es nicht mehr. So. Ja, Thailand. Was haben wir da? Warte mal. Ach du Scheiße, warte mal. Was haben wir da? Regen. Oh. Gut, da werden wir vom Goalie dann wieder 10% zurückgehen, standardmäßig. Passt. So, da regnet es auch. Da werden wir gleich FT2 nehmen, da ist nämlich trocken. Bewölkt oder nicht, wird wahrscheinlich egal sein. Ah, so ein bisschen zu viel Regen, muss ich sagen, ist mir schon, ehrlich gesagt. Ah. So, wir werden Minimum fahren, die 6 Runden. Regen ist, ja. Ich steige mal mit einem 50er, mit einem entspannten 50er ein. Wobei, wir sind im Trockenen. Schauen wir mal. Schauen wir mal entspannt rein hier, dass wir mal ein bisschen reinkommen auch. Hallo Leon, ah warte, was auf einmal Leon, ich habe mal Sitz noch. Der zweiten freien Trainingssession. Es wird sicherlich interessant zu sehen, dann müsste es eigentlich eingeblendet werden. Einstellungen, die Fahrer vor dem morgigen Qualifying ausprobieren werden. Danke Leon. Josh, Leon hat es auch schon gefragt, ja, relativ lang, also bis 1 einmal Minimum. Dann schauen wir, wie viele noch da sind und ja. Okay, momentan Last Follower ist noch immer der Gabika. Falls du mich abonnierst, Leon, und du noch bis jetzt noch nicht gemacht hast, solltest du da aufleuchten dann. Instagram bin ich nicht unterwegs eigentlich. Ich überlege mal noch, ob ich da was mir anlege, aber grundsätzlich habe ich da eigentlich für das nicht wirklich Zeit.
Ich weiß, es würde wahrscheinlich Sinn machen, mehr fürs Wachsen des Kanals, aber ja, ihr wisst ja, wie das ist. So. Also aktuell habe ich da mal nichts. Sollen wir den Medium mal testen? Hinten, wie der hält? Hm. Für die ersten Testfahrten reicht das. Ah, ich freue mich schon so, dass wir mal endlich in die Moto2 kommen, weil die KI vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch wild. Oh, da haben wir jetzt einen Helm vom Junior. Okay, der hat da wieder was geändert. Ja, okay. Macht nichts. Machen wir mal im Training hier mit Junior-Helm und dann wechseln wir. Okay, da kommen wir normalerweise schneller, da hierher. Was, mein Lieblingsmotivfahrer? What? Grundsätzlich, da habe ich jetzt nicht wirklich einen Lieblingsfahrer. Okay. Hier ist ein bisschen strenger anscheinend. Noch eine rechts, genau. Ja, ich nehme mal vor, dass wir heute in die Moto2 vielleicht kommen. Hallo Patrick. Oh, der Punkt haut eigentlich ganz gut hin soweit. Hallo Marc. Also wieder was gut im Delta, sehr schön. Boah, ich habe jetzt nicht wirklich einen Lieblingsfahrer in dem Sinne. Ich schaue mir es generell insgesamt gerne an. Aber Rossi natürlich, aber der wird nicht mehr allzu lange fahren. Wahrscheinlich bis 46. Jetzt hätte er müssen runterschalten.
muss sagen, Johann Zarco finde ich eigentlich sympathisch auch. So vom Charakter her und vor allem einen guten Speed. Ja, Leon, das ist natürlich sehr interessant bei Marc Marquez, wie schnell er sich von der Verletzung jetzt wieder richtig dann erholt und wieder der Alte wird. Er hat jetzt natürlich da insofern einen Dämpfer bekommen, dass er jetzt nicht wirklich unverwundbar bei mir ist, weil er einen richtig harten Hit eben bekommen hat mit dem Crash und sich da richtig was kaputt gemacht hat. Jetzt weiß er, er ist doch nicht unverwundbar. Ob das nicht vielleicht in vielleicht eine Idee langsamer macht auch insgesamt, weil er weiß, wenn er noch einmal so einen Crash macht, dann kann es auch möglicherweise komplett vorbei sein mit der Karriere in der MotoGP. Deswegen muss er da vielleicht einen dicken zurückstecken, aber es könnte natürlich dann noch immer für ihn reichen, dass er Weltmeister wird, weil der hat ja einen unfassbaren Speed gehabt. Aber der wird vielleicht so im Hinterkopf doch haben, ja, wenn ich jetzt nochmal so absteige, dann kann es auch unter Umständen ganz vorbei sein. Und wir sehen ja, wie lange Rossi noch jetzt gefahren ist bis jetzt. Also da haben wir noch etliche Jahre mal grundsätzlich vor sich. Also so ein bisschen muss er schon, so eine andere Prozent muss er schon zurückstecken in gewissen Situationen dann, glaube ich. Weil das ist dann nicht so ohne, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf hat, glaube ich. Das kann ihn schon ein bisschen einbremsen grundsätzlich, so ein bisschen die Sicherheitsstufe hochfahren. So in gewissen Ecken dann wahrscheinlich, wo er weiß, hier bei schnellen Kurven, das könnte dann doch gefährlich werden. In so langsamen Anbremsdingern wird es egal sein, wenn er mal wegrutscht über das Vorderrad, aber bei den gefährlichen Kurven, glaube ich, ja. So, jetzt schauen wir mal, ob man hier an Massia irgendwie, wie das vom Speed her jetzt gerade ausschaut. Aber wir werden im Regen natürlich fahren, das Rennen. Aber so grob den Speed, was der hier fährt. Die harten Reifen haben wir jetzt drauf. Es ist keiner da, der fährt trotzdem Kampflinie, das finde ich auch lustig, Milestone. Ist das ein Gag? Ja, Marc Marquez, das wird noch sehr interessant. Ah, ich glaube, wir sind aber relativ gut drin hier, oder? Aber noch eine Runde mit vom Power 3. Sydney, grüß dich. Moin. Ja, Pedro Acosta, sehr stark. Das Geile an MotoGP jetzt ist, wenn man hier fährt, interessiert man sich dann auch mehr für die reale Moto3. Das, bis jetzt habe ich das gar nicht so ganz gut verfolgt eigentlich. Schon ein bisschen, aber jetzt nicht ganz so im Detail. Aber jetzt kennt man dann doch ein bisschen mehr Fahrer schon und ist ein bisschen mehr drin, wenn man hier selber fährt. Da bin ich schon am Wochenende wieder gespannt. Da schaue ich mir das auch im Detail dann an wahrscheinlich. Ein bisschen mehr in Moto3.
Sehr schön, da haben wir schon einmal P1. Du Pasqui, der Schweizer. So. Ich würde sagen, das reicht einmal fürs Training. Da ist er, zurück in der da Box. Da ist er. Das Team erwartet gespannt seine Anmerkungen zur letzten Runde. Es kann durchaus weitere Änderungen am Setup geben. Ja, hier Res, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wer da stark ist, aber tendenziell würde ich fast sagen Richtung Yamaha, Quartararo. Weil da gibt es nicht wirklich so eine krasse Gerade. Ja, die Stadtziel hinten, die Gegengerade hast du schon ein bisschen runter, aber sonst ist es relativ eng. Nicht so unbedingt die Ducati-Strecke wahrscheinlich. Da würde ich schon auf ja, Yamaha, Suzuki, darf man auch nicht übersehen natürlich. Quartararo wäre da so ein bisschen mein Tipp eigentlich fast. Aber meistens kommt es dann anders, als man es glaubt. Marquez darf natürlich trotzdem nicht abschreiben, wenn der gerade in Jerez hier daheim war. Aber Moment mal, war das nicht die Strecke, wo er einen Unfall gehabt hat, Jerez voriges Jahr? Aber dann dort, ja gut, in der einen Ecke zumindest wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr aufpassen. Oh, da haben wir fast alles schon hier gemacht. Das passt hier perfekt. Spuren wir hier mal ein bisschen vor. Das ist nicht wie die ganze, wie die alle hier das Ganze berechnen werden. Ja, wir fahren dann im Regen. Habe ich mal da irgendwas aufgeschrieben? Silverstone. Ja, 10% müssen wir trotzdem runter. Das heißt, wir müssen fast auf 40 gehen. Das werden wir einfach mal testen, ganz einfach. Wenn es nicht passt, starten wir neu. Das ist ja an und für sich kein Ding. So, unseren Helm. Meinen Helm muss ich jetzt wieder wechseln. Q2 sind wir drin. Dennis Fotscher hat es auch geschafft. Jawohl. So. Gehen wir einmal kurz raus. Setzen wir uns den Helm auf. Den wir dann Junior hier getauscht hat. Jetzt haben wir ja da einige runtergeladen. Also wir haben hinten eigentlich Monster. Warte mal, wir haben ja irgendwas Grünes gehabt. So, My World, der ist eigentlich... Ah genau, den nur in grün haben wir glaube ich aufgehabt. Den Sky Helm haben wir auch schon am Start, sollten wir da mal fahren. Monster, ja, das ist aber auch Sky. Ja, der ist eigentlich eh auch ganz geil, den nehmen wir gleich mal. So, hier können wir ja mal grundsätzlich bleiben. Das passt ja. Oh, Miller, glaube ich, mit seinem Arm. Ich sag Quartararo. Mir. Und ja. Vielleicht. Ja, Vinales darf man nicht. Also wenn Vinales. Training passt, also Quali passt und der einen Start hinbekommt, ist er auch ganz vorne dabei. Da darf man Vinales davon nicht unterschätzen, aber es ist gefährlich. Es ist, man weiß es nicht bei Quartararo, bei Vinales. Wie gesagt, ich tippe trotzdem 5 auf 3 dann Johann Zarco mal, obwohl er Ducati ist, aber den mag ich irgendwie. Den gönne ich, dass er vielleicht auch ins Werksteam kommt. Aber gegen Pecco Bagnaia und der Italiener ist und Jack Miller wird es natürlich schwer, also die werden Minimum 2 Jahre jetzt einmal am Start sein, schätze ich. Aber Zarco wird sicher bei Pramac bleiben, glaube ich. Und ja, und da Jorge Martin, der leider gestürzt ist, auch relativ hart, ist ja auch gut am Start gewesen. Das wirft ihn jetzt natürlich extrem zurück, leider. Aber der hat auch gemerkt, er kann jetzt nicht zu extrem fahren. Jorge Martin, schade, ja, der wird aber noch wieder zurückkommen, glaube ich. Der ist gut, der ist ein guter. Ist ein schneller.
So, jetzt haben wir nochmal unser Quali. Warte mal, du hast dazu, einmal ist uns das die Ding ausgegangen. Nö, nö, der fährt schon. Bradl hat eine Wildcard, so will ich weiß. Marquez fährt trotzdem. Der hat noch eine Wildcard, der fährt noch zusätzlich, der Bradl. So wie ich das gehört habe. So, jetzt sind wir Quali-Zeit. Passt der Bremspunkt? Oh, Unfall. Ich hoffe, hier gibt es keine Sturzorgien. Die letzten Compris gingen da einigermaßen glatt eigentlich. Nur die Anfangs-Compris waren da von ein paar Sturzecken überschattet in der Moto 3 zumindest. In der MotoGP gab es leider auch die eine oder andere Ecke, in IRS sogar. Das hat mich dann doch ein bisschen erschreckt. Oh, das haben wir verkackt. So eine müssen wir Minimum noch dran legen und die Reifen schon aber top aus. Ah, jetzt haben wir noch immer keine 27 selber gebastelt, ich Depp. Egal, das passt schon. Können wir noch mit 28 unterwegs bleiben. So, 3 Zehntel im Delta. Hallo Michi, grüß dich. Danke, Leon. Ah, ein geiler Kurs hier in Thailand. Mag ich. So langsam habe ich ihn auch so halbwegs behirnt. Zum Ecken. Er kehrt so in die Box zurück, aber wir können nicht wirklich sagen, ob er mit den Erkenntnissen zufrieden ist oder nicht. Ich glaube, wir sind zufrieden mit den Erkenntnissen, aber jetzt müssen wir uns ganz genau überlegen, wegen okay, eine Stunde auf Minio. Eine Stunde, eine Sekunde auf Minio. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, da werden wir vielleicht tendenziell 5% mal runtergehen. Wenn wir jetzt eine Sekunde vorne sind.
Wenn wir im Rennen ja Regen haben, glaube ich, mit den 5% wird das genau passen. Hallo an alle vom Chunk Circuit. So, jetzt schauen wir mal kurz. Wir 50, müssen wir das gleich mal mitnotieren. Alles vorbereitet ist. So, Thailand. Kurz mal am Handy schauen, ob ich da irgendwas verpasst habe, mal grundsätzlich. Nö, passt. So, Thailand, was haben wir da jetzt eingestellt? 50, ja, puh. Ich schreibe mal 55 bis 60, wobei. Boah, 55, ja. Okay, schwierig. So, wir wollen ja weiterkommen, dass wir Richtung Moto 2 gehen können. Deswegen, let's go. Danke, Leon. Danke für 9 Däumchen, Freunde. Danke an jeden, der ein Däumchen da gelassen hat. Danke, danke. Wir melden uns jetzt von der Startaufstellung, wo schon alles vorbereitet ist. Es ist immer schwierig, Setup-Laden. Zack. Moto 3 vorherzusagen. Zack. Aber die Fahrer, die wir hier sehen, sind definitiv als Favoriten einzustufen. Ist das trocken oder was? Nee, oder? Nö. Hat dann nur nasse Strecke, aber die trocknet natürlich nicht auf, ist auch klar. Ist auch klar. Der Minja Artigas, okay. Binder, au, Masia, Costa, au, jetzt. Ja, wieder. Jawohl, es war ja im Trockenen, wo sie sich qualifiziert haben. Und jetzt ist nass auch noch. Ja, da. Jetzt können sie, glaube ich, definitiv. Maxi Kogler nur 27. Jetzt können sie, glaube ich, die WM endgültig abschreiben. Aber schade, dass wir eben nur eine Saison hier sind. Würde mich interessieren, ob das jede Saison so ist dann. Wir können natürlich reinschielen bei der WM, wie sie berechnet wird von der KI, aber. Sehen wir es, werden wir natürlich nicht mehr alleine schon, weil sie so schlecht ist. Die Moto 3, die KI. Aber gut, ist halt so. Okay, sorry, Kollege. Ja, komm, ich geh nochmal zurück. Jetzt haben wir da vor lauter Reden das Ganze. Der Loris, grüß dich. Komplett den Ding hier verpeilt. Ich will jetzt hier den Kollegen hier nicht rausschieben. Also erst schauen wir mal, ob überhaupt der Speed jetzt, was wir eingestellt haben, ob der mal grundsätzlich passt. Ja, auf der Geraden, logisch, da sind wir natürlich wie eine Ducati hier extrem schnell. Schauen wir uns mal ein, zwei Ründchen an, ob das grob eh passt. Ja, auf der Bremse natürlich wie im Trockenen, logisch, die KI. Also gehen wir auf Traktion 5 hier im Regen, das schadet nie. Kommt er schon wieder innen? Der Sektor wird natürlich kritisch für uns. Mit mehr Kurven als alles andere. Okay. Hier ist er schon schnell unterwegs. Oh, 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 oh. Ja, die fahren schon hier zu 15 hinter uns, glaube ich. Alter, was war das für ein Bremspunkt da hinten wieder? Das haben sie dann wieder komplett verpeilt. Da hinten stürzen sich schon wieder alle. Ai. Da seht ihr, da sind einige gestürzt da hinten. Okay. Ja, super Bernie. Perfekt. Wird aber das
dämliche Curb, sowas von unrealistisch. Alle anderen fahren ja auch immer. Ja, im Nassen vielleicht nicht ganz so. Aber wir haben es nur drüber rollen lassen. Aber soll jetzt nicht das Thema sein hinten. Ich war ja abgelenkt, weil da hinten jetzt alle gestürzt sind schon wieder mal. Oder einige zumindest. Ja, ob das jetzt nur einmal war. Ob jede Runde hier in der letzten Schikane sich alle am Boden legen. Ah, Costa schon auf die 4. Vor oder hinten wieder irgendwo ein Sturz. Ja, im Regen vielleicht. Ja, müsste beim Trockenen machen. Anscheinend im Regen kann da wirklich sein, dass da ein bisschen mehr passiert. So viel Grip hier im Regen leider. Ja, nach meinem Gefühl nach sind schon wieder mal zu viele Regenrennen. Das Hamstock schon einmal drin gehabt und auch wieder rausgebracht. Für mich sind gefühlt zu viele Regenrennen. Und dann stimmt es noch nicht mit der KI-Stärke noch hinzu. Wir sind schon sogar runtergegangen und trotzdem. Alter, was ist denn da mit dem Bremspunkt? Das ist ja nicht normal. Wieder haben sie ihn auch verpeilt. Na, ich hoffe so, dass ein wirklich guter Patch kommt. Aber zumindest in der MotoGP werden wir das nicht mehr testen, weil das werden wir definitiv nicht mehr fahren im MotoGP nach der Saison. So viel steht mal fest und in der Moto2 ist es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Da entschärft sich die ganze Lage wieder ein bisschen. Ja gut, über die Runde, es geht einigermaßen gerade mit der KI-Stärke. Minja, da dreht er sich schon um. So, wir wollen heute unbedingt in die Moto2 noch kommen. Schauen wir mal. Und im Idealfall vielleicht das erste Rennen gleich in Quartar fahren. Weiß nicht, ob wir da irgendwelche Testfahrten haben, auch in der Moto2 oder so. Ich weiß es gar nicht. Wir werden jetzt definitiv später bremsen. Okay, mein Bremspunkt. Boah, da haben wir uns jetzt auf 2 einigermaßen eingeschossen. Also grob können wir eigentlich die Prozente so aufschreiben, mal in etwa. Jetzt kommt sogar Minja wieder ran hier. Wenn wir eine saubere Runde haben, dann sind wir gut dabei. Hallo Red Butler, hallo Lucky. Hallo Potato. Hallo Marzio. Schon fertig, Marzio, oder was? Nein. Mit Zombie Army 4. Da muss ich mir noch anschauen, das so ein angespielt oder was, so zum Spaß, vielleicht macht der Marc auch mit oder der Potato. Irgendwann einmal, wäre auch ganz witzig. Na, ich mach gleich einmal instinktiv auf, sonst hätte er mich jetzt eher abgeräumt, wir werden beide gestürzt wahrscheinlich. So, ich konzentriere mich so wieder ein bisschen aufs Rennen hier. Deswegen haben wir jetzt wahrscheinlich auch den Platz verloren, weil ich jetzt ein bisschen geplaudert habe.
So, konzentrieren wir uns aufs Rennen. Für das sind wir ja hier. Nach dem Rennen können wir dann noch immer weiter plaudern. Let's go. Wow, da stürzt, das war aber jetzt komplett sein Fehler hier. Andrea Minio. Ja, dann hätten wir müssen uns ja auch fast, ja. Ja gut, bei uns war es aber übers Körb. Irgendwie ganz komisch. Ja, auf 8 ist, kann er noch weiterfahren zumindest. Ja, wenn wir jetzt keinen Fehler mehr machen, wird das ein Sieg? Ist das unser erster Sieg? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Müssen wir mal in der Statistik reinschauen, ob wir schon einmal gewonnen haben. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich war am Anfang. In letzter Zeit jetzt mal nicht. Wieder gespannt, ob wir diese Prozente, was wir uns aufschreiben, ob wir die auch für die Moto2 und beziehungsweise Motos GP mitnehmen können vom Wert her, ob das 1 zu 1 übertragbar ist, mehr oder weniger. Aber ich glaube, so das eine oder andere Rennen, was wir mit der Moto2 gemacht haben, so weit waren wir da mit den Prozenten nicht weg, glaube ich. Also ungefähr kommt das schon hin. Da kommen sie schon. Das Gute ist, wir können jetzt natürlich auf der Geraden wieder ein bisschen davon ziehen. Hoffentlich schießt uns jetzt keiner ab hier. Ne, das geht. Auch keiner gestürzt. Ja, okay, dann war es vorher nur ein bisschen Pech. Ja, das bin ich auch. Bin auch gespannt, wann der erste Patch kommt. Also auf der Playstation gab es schon einen automatischen Zack, aber jetzt nicht KI-technisch, sondern keine Ahnung was für ein Badge. Generelle Performance wahrscheinlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die KI überhaupt gebadged wird noch. Im höchsten Fall, meiner Meinung nach, vom Gefühl her, ist, dass sie vielleicht die Stellen, wo sie eben so arg wegrutschen alle, dass sie die vielleicht rausmachen, aber das generelle Verhalten von der KI und dass sie so schnell wahrscheinlich stürzen, obwohl es ja im 20er schon besser war wie im 19er und jetzt sind sie wieder in alte Schwächen zurückgefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Community sich gewünscht hat, dass man schneller wieder stürzt, wenn man hier nur leicht ankommt. Die Ecke. Wow, und gerade Darren bin da hinten auf der 2. Ja, der macht die WM hier und endlich ein Sieg für uns. Sehr geil. Sehr geil, jawohl. Und bin da, ja, Costa, Dampfer hier auf 4, aber Andrea Mini noch einen Platz gut gemacht. Darren bin da im Regen sehr stark, ja, der ist da ziemlich der Favorit anscheinend. Obwohl es am Anfang der Saison gar nicht so ausgeschaut hat, aber Darren Binder unfassbar. Unfassbar stark. Wir haben jetzt Andrea Minio selber überholt und sind auf der 5 gelandet. Nur einen Punkt hinter Gabriel Rodrigo. Unfassbar.
Ja, jetzt sind die Petronas Snipers wirklich nur 9 Punkte hinter KTM. Das glaube ich ja auch nicht. Das ist unglaublich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass die da noch rankommen. Unfassbar. Dieser Sieg setzt dem anstrengenden Wochenende das Sahnehäubchen auf. Wenn sein Team weiterhin so arbeitet, wird es für die Konkurrenz schwierig sein, nachzuziehen. Ah, ein Badge, dass die KI zumindest zurückrennt. Ja, aber das schalte ich gar nicht ein, weil das interessiert mich gar nicht. Ich spule sowieso immer zurück, weil es sonst eh keinen Sinn mehr hat, wenn man in Rennen stürzt oder irgendwas, aber na, immerhin. Ja, das ist ja wieder, ja, hoffentlich kann man das dann generell ausschalten, weil in dem Fall Minio, wenn der dann noch zurückrennt, dann ist er komplett weg vom Fenster. Na, ob das so gut ist, ja, ich weiß, es haben sich viele aufgeregt, dass die KI nicht zurückrennt, aber ich finde das jetzt gar nicht so geil, ehrlich gesagt, wenn man es jetzt zumindest nicht ausschalten oder einschalten kann bei der KI auch selber. Oder wenn sie das mitmacht, wenn ich mal ausstelle, dass ich es nicht mache, dass die KI dann das auch nicht macht, hoffentlich. Dann ist es mir relativ egal. Sonst wird das problematisch. So, 45. Regen. Passt. Wo geht's das nächste hin? Phillip Island. Sehr gut. Oh, nice. Alles trocken. Das ist natürlich perfekt. Ja, warte mal. Da gehen wir mal im Schnitt hier mit 55 an die Sache ran. Nein, will ich nicht. Jo, let's go. FT3. PS4 Version 1.0.2. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich das sehe, welche Version das ist hier. Willkommen zurück, Freunde des Motorradsports. Ja, Freunde des Motorradsports. Okay, das passt. Starten wir gleich mit dem Rennsetup wieder. So, Phillip Island. Ja, da Gott sei Dank hier die Kurve gerade, da rutscht mir auch nicht mehr ganz so. Übers Vorderrad jetzt mit die Hilfen, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. So, Phillip Island kennen wir ja auch eigentlich ganz gut, deswegen werden wir nicht allzu viele Runden brauchen. Dass wir hier weiterkommen. Richtung Moto2. Ich will heute noch unbedingt wissen, bei welchem Team wir dann sind. Irgendwie so letztes Rennen müssen wir uns dann irgendwo mal entscheiden, wo wir hingehen, glaube ich. Ja, vor Valencia werden wir mal reinschauen, wo wir uns eventuell... Obwohl, wir können ja, glaube ich, verhandeln, oder? Und dann können wir noch immer ablehnen, oder wie war denn das noch einmal? Weiß das wer von euch? Können wir uns einmal Teams so generell einmal aussuchen und dann überlegen, ob wir Ja oder Nein sagen? Ich weiß es nicht. Bremspunktfahne hier, ganz komisch. So, hier runter war immer ganz kritisch in den Vorderteilen. Das Vorderrad, uiuiui, jetzt haben wir auch viel Glück gehabt, weil wir fast zu spät gebremst haben. Okay, was macht der? Der fährt anscheinend in die Box oder was? Jetzt schon nach der ersten Runde, okay, ja, why not? Schauen könnte sein, dass hier die KI wieder ein bisschen schwächer ist, ich weiß nicht. Oder doch stärker. Ja, wir werden sehen. Ah, da gehen wir mal
zwei, drei Zehntel ist verloren, da haben wir schlecht den Eingang erwischt. Ja, ja, jetzt ist eine schlechte Runde, gerade zum Vergleich zur ersten. So, hier der Bremspunkt. Sollte passen, perfekt. Ah, Phillip Island auch eine geile Strecke. Sehr windig in echt, glaube ich, weil das Meer gleich daneben ist. Mit dem spüren wir hier Gott sei Dank im Prinzip nichts. Okay, eine Idee früher vielleicht bremsen, ah, jetzt hat uns der wieder überholt. Hier vielleicht auch ein bisschen früher, ja, definitiv eine Idee früher, dann passt das hier perfekt. Boah, bin schon gespannt hier auf Moto2 und MotoGP, das wird richtig geil. PC, ja. Zuschauer, herrlich, Freunde, herrlich. Danke für die Däumchen natürlich, danke, danke. Da hätten wir nicht zum Gas gehen. Da hat mich ein bisschen rausgezogen auf die Wiese, blöderweise. Okay, da auch. Meter früher, dann passt das. Okay, da müssen wir auch ein bisschen ausholen, leicht. Da können wir auch nicht ganz so eng fahren. Aber wir ein bisschen versuchen hier das Ganze natürlich auch. Ja. Uiuiui, was war das? Muss ich wieder raus? Sind wir von außen gefahren oder von? Ne, die nähere Kamera mal gehabt, oder? Ich frage mich, ob wir so vielleicht ein bisschen mehr Übersicht haben. Ja, wir haben jetzt den ersten Sektor mal rot und dann sind wir zu komplett hinten, okay. Ist auch leicht verkackt. So, einen brühen wir noch.
Eine brauchen wir noch. Dass wir wirklich drinnen sind in der Strecke. Noch 2 Zehntel im Delta. Ein kleines Schwenker hat uns ein bisschen was gekostet. Hier haben wir jetzt verloren. Wieso? Da war ich in der ersten Runde so schnell oder wie? Das gibt's ja nicht. Oder die Kurve besser getroffen wahrscheinlich. Haben wir die eine Zehntel? Genau wieder Sektor 2, ja. Okay, wir sind in etwa am selben Niveau. Jetzt nicht sehr, bewegt sich relativ ähnlich immer. Dritter Sektor aber rot jetzt gerade, okay. Kann man fast durchziehen, ja, leicht gelupft. Hätte vielleicht gar nicht sein müssen. Boah. Jetzt auch? Ja, das soll jetzt auch nochmal wieder 2 Zehntel langsam, das gibt's ja nicht. Ja, der Reifen, so schlecht ist er jetzt auch wieder nicht. Da ist er, zurück in der Box. Da ist er wieder. Das Team erwartet gespannt seine Anmerkungen zur letzten Runde. Es kann durchaus Veränderungen am Setup geben. Mal. Boah. Das könnte man ja fast so lassen. Vom Gefühl her. Schauen wir uns mal das Quali dann an, aber es könnte passen soweit. Das Motorrad ist eh schon relativ gut eigentlich. Darren Binder schon wieder hier auf der 4 jetzt. Ja, da sind wir vorne mit am Start. Hier sind wir. So, go. 23:17 Uhr haben wir, ja. Des Beginns der zweiten Qualifying Session. Da werden wir schon irgendwie in die Moto 2 kommen, wenn wir ein bisschen Gas geben. Was kommt dann noch? Ja, Valencia ist der letzte. Ist es dann zwischen Valencia noch was? Ich glaube noch Malaysia, kann das sein? Ich glaube Malaysia ist noch dazwischen. Dann haben wir es aber. So, gib mir mal vorne bitte die Weichen, genau. Die letzten Handgriffe an Anzug und Helm, dann geht es auch schon. So, steigen wir nochmal auf. Die Mechaniker waren in den letzten Minuten sehr aktiv. Vielleicht können wir ja den Effekt ihrer Modifikationen jetzt auf der Strecke sehen. Wollen wir es noch einmal? Oh, da hinten schon ein Unfall. Eieieiei. Der klassische Boxen-Aus- und Einfahrt. Spawn-Crash von Milestone. Das können sie auch super, wie gesagt, sonst kein anderer. Da brauchen wir gar nichts probieren. Das ist sinnlos. Und schon wieder blinkt hinter Unfall. Alter, wird mir ganz schlecht, wenn ich die ersten Unfälle sehe. Und schon wieder.
Oh, 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 da links ist schon draußen. Ah, Freunde, Freunde, was ist denn da los? Und schon wieder ein Unfall. Oh, ist das eine Unfallstrecke? Schaut fast so aus. Ich befürchte es. Oder ist es hoffentlich nur so ein Spawn-Unfallstrecke? Dann wird zwar Squally ein Chaos, aber mal schauen, was im Rennen dann ist. Die spawnen irgendwo wahrscheinlich, wo die genau die Ideallinie ist. Das Milestone ist auch anscheinend sehr schwierig, das richtig gute Arbeit zu machen und das richtig hinzubekommen. Wieso, die fahren alle am Curb sonst in echt auch. Und wenn wir da am Curb fahren, zittern wir dahin. Das ist doch gerade. Wieso wackelt das so, Milestone? Wieso wackelt der Scheiß so? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Die verlieren doch alle da nie so viel Zeit wie wir. Hallo, Olga. So, eine Runde noch und dann gehen wir gleich ins Rennen. Komm. Wenn wir schneller wären. Ja, aber die jetzt verkackt. Oh, da kriegt es aber. Oh, da wurde ich. Ja, da geht eine runter. Aber anscheinend dann schneller bei links hinten. Schon die Hälfte. Das wird sich nicht mehr ausgehen. Außer wir sind der jetzt hier im Wege. Rodrigo. Ach, Platz da. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Den haben wir selber verbockt, den lassen wir jetzt. In der Box. Das Team erwartet gespannt seine Anmerkungen zur letzten Runde. Schauen wir mal kurz. Ne, nicht Entwicklungstest. Boah, das passt fürs Rennen, oder? Schauen wir, ob wir noch rankommen. Wir müssen weiterkommen. Wir müssen weiterkommen Richtung Moto 2. Das haut schon hin hier. Das passt schon. So, beim Rennen vom Speed ja auch in etwa am Start sein. Stoppuhr-Genie, Errungenschaft freigeschalten. Okay, was auch immer das ist. Gut. Hallo zur Live-Übertragung von Phillip Island, wo das schon traditionelle Moto 3. Wir gehen jetzt drüber zur Startaufstellung der Moto 3, wo Ingenieure sehr geil, und Techniker die Startaufstellung. Letzten Details vor dem Start arbeiten. So, definitiv. Die Medium. Nein. Und die harten Reifen. Marcia Costa, ah, okay. Doch eine KTM-Strecke, ja. Wo ist hier John McPhee? Darren Binder nur 13 da. Eieieiei. Aber er ist schon so weit weg. Also, sie können natürlich jetzt gute Punkte machen, aber. Die Fahrer sind bereit. Nur noch ein die KTM-Jungs müssen sie jetzt natürlich machen. Auch in der Teamwertung. Aber für die WM, der Zug ist, glaube ich, schon abgefahren. Er wird eher ein bisschen nach vorne kommen, vielleicht. Mal schauen. Ah, okay, beim Start hätte man sollen an die Wheelie ein bisschen einschalten, aber ja, okay. Dennis Foggia hier mit am Start jetzt, der Wolf vorne. Oh ja, unterstützt! Ernsthaft jetzt, ernsthaft, der stürzt einfach so stürzt der KTM-Pilot hier. Nicht im Ernst, oder? Milestone, nicht euer Ernst. Ja, weil er genau auf die dämliche Kante innen fährt. Schaut euch das wieder mal an. Und genau da rutscht er. Jetzt ist in der Wiese. Die anderen fahren auch genau auf der Kante. Da steht die Linie wieder hier, Freunde, überhaupt nicht. So, eine Chance geben wir ihm noch einfach mal so zum Spaß. Das ist ja wirklich nicht normal. Ja. Okay. Jetzt habe ich selber noch verbockt, weil ich nur drauf geschaut habe. So, jetzt lassen wir es aber. Ja, dann haut er halt hier die WM wirklich komplett weg, jetzt endgültig. Ja, da können wir nicht mehr helfen. Das war Acosta, das war der Freibrief jetzt definitiv. Ja, da ist er hinten, Darren Binder gewesen auf 13 Startposition und er schmeißt das Rennen hier in der zweiten Kurve weg.
Jo, wieso? Wir haben ihm die Chance gegeben, quasi. Ja, wir müssen aufpassen, jetzt am Sprit, dass wir den nicht zu lange draußen lassen. Unfall über Unfall schon wieder hinten. Oh, da stürzen schon wieder 3, 4 auf einmal. Ah, okay, Philipp Island ist auch eine kurze Strecke von der KI her wieder leider. Da gibt es sogar mehrere Stellen, wo sie es nicht gebacken kriegen. Ja, hier auch. Oh, Alter! Ohohoho. Wow, 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 wow. Das Mod. Alter, was ist da los? Junge, Milestone! What the fuck? Alter Schwede! Was zur Hölle geht hier ab? Was zur Hölle? Alter Schwede, Moment. Spulen wir zurück, das muss ich mal noch, das müssen wir uns noch einmal geben, oder? Was passiert hier? Da fahren sie, schaut euch die schlechte Arbeit von Milestone an. Der fährt ja fast komplett über die Wiese. Freunde, was ist denn das? Das würde der Moto2 und der MotoGP auch sein, dass die hier über die Wiese fahren. Was ist denn das bitte für eine Rennlinie? Warum Guevara fährt da auch hier halbwegs vernünftig? Wieso fahren die hier komplett über die Wiese? Was ist denn das? Was die für schlechte Arbeit wieder hier abgeliefert haben. Der da hinten auch, Darren Binder, der stürzte auch. Der stürzte auch, der Darren Binder. Beide WM-Führenden. Unglaublich. Ja, dann hebt ihr einfach mal so das Motorrad in die Luft nach oben ab. Ja, Physik hier 1A. Jawohl, so soll es sein, Milestone. Das wollen wir sehen hier. Die Crashes, die wollen wir sehen. So gehört MotoGP, Freunde. Da, er hebt auch. Er hebt einfach ab. Er hebt einfach ab hier. Sein Motorrad zumindest. Einfach gerade nach oben. Das nächste auch hier. Nicht ganz so weit, aber auch relativ, ja. Was ist das? Was ist das, Milestone? Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr das nicht getestet habt. Da fliegen drei Motorräder komplett durch die Luft. Und das waren sicher nicht die letzten. Das waren sicherlich nicht die letzten. Milestone, was ist das? Nix ist das. Nix. Das kann ich euch sagen. Nix. 5 Sätzen. Absoluter Müll, die KI. Unfassbar. Unfassbar. So schlechte Arbeit hier abliefern, das ist ja nicht normal. Du wirst ja nochmal in der Firma rausgeschmissen, wenn du sowas ablieferst. Unglaublich. Die haben hier einen kompletten Freibrief anscheinend. Hauen das Spiel einfach raus, weil sie die Kohle sehen wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da hätte ich lieber noch einen Monat gewartet und dann hätte das einigermaßen vielleicht gepasst, dass sie das probiert hätten. Vernünftig getestet hätten, ein paar Leute. Aber anscheinend, weder interessiert es. Ja, das ist wieder ein Unfall. Interessiert es ihnen überhaupt nicht oder hat es keiner gecheckt? Sind sie zu blöd? Ich weiß es nicht. Ist mir ein komplettes Rätsel, Freunde. Ist mir ein komplettes Rätsel, was die für Arbeit hier abliefern. Der Kern des Spiels ist das Fahren mit der KI. Ist so dermaßen schlecht in der Moto3 auf gewissen Strecken. Dass wir da mal alle das Spiel zurückgeben müssen. Alle. Bin ich gespannt, ob hier wieder alle abfliegen. Da schaut's ja. Da und geht schon wieder dahin. Vor lauter Schreck fahre ich auch gleich hier raus. Das Motorrad schießt einfach nach oben. Da. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Auch lustig, aber er fliegt trotzdem ab. Unfassbar. Unfassbar. Nach so vielen Jahren, wie es das dieses Spiel schon gibt. Wenn es eine neue Strecke wäre, sage ich ja nichts. Aber Philipp Island ist schon immer dabei gewesen. Selbst da passt auf einmal die Linie nicht mehr. Das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Freunde.
Ich kann mit, obwohl ich mir immer vornehme, dass ich mich nicht aufrege, aber es geht nicht anders. Sie übertreffen sich noch immer wieder aufs Neue. Noch härter. Sie können immer noch einen draufsetzen, im negativen Sinne. Es ist unfassbar, wirklich. Da fliegt der Nächste ab. Da fliegt der Nächste ab. Weil er auch hier innen komplett über die Wiese fährt. Ja, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Wieder ein komplettes Negativbeispiel. Und das auf einer Strecke, die schon ewig auch dabei ist. Haben die einfach mal die Rennlinie hier komplett versemmelt. Milestone, 5, Note 5, setzen, Klasse wiederholen, ganz klar. So brauche ich nicht MotoGP spielen, so brauche ich nicht MotoGP spielen, das hat keinen Sinn für mich. Ich schaue gar nicht zurück, da fliegen schon wieder Motorräder durch die Luft wahrscheinlich hinter mir. Und das ist ja nicht nur eine Stelle auf einer Strecke, das ist ja auf der Hälfte der Strecke so, dass die Linie nicht stimmt. Plus du kommst leicht an, du kommst ganz leicht an. Jo, okay, das war ich jetzt, aber vor lauter Reden, weil ich mich nicht hundertprozentig konzentriere, Freunde. Das ist natürlich jetzt, sonst fahre ich ja hier nicht raus. Nee. Der Bandit. Oh, sagen wir das nicht. Sagen wir das nicht. Moto 2 ist auch schlimm, vor allem im Regenrennen. So ein Witz, dieses Spiel. Unfassbar. So lächerlich. Vor allem warum? Das hat ja schon halbwegs gestimmt, immer wieder, oder? Sind die viele Beile da immer schon rausgefahren? Oder warum auf einmal jetzt? Oder wollen die uns hier einfach nur verarschen? Ich verstehe es nicht. Ja, ich schaue gar nicht mehr. Lauter Unfälle hier schon wieder auf der Strecke. Ja, ich habe gehofft, dass es in der Moto 2 besser wird, aber viel besser wird es wohl nicht werden. Also ich darf mir da gar keine Hoffnungen machen. Ja, Michi, 70 Euro auf der PS4 ist er der Überwitz generell überhaupt. Das ist der Überwitz schlechthin. Ich habe es Gott sei Dank über MMOGA da um 23,99 bekommen. Da kannst du noch einigermaßen gut schlafen. Obwohl das auch ein Witz ist eigentlich. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob die KI-Stärke stimmt, weil die Führenden alle ausgefallen sind und die wären ja wahrscheinlich ungefähr in meiner Liga, sage ich mal, würden sie noch fahren. Das können wir Maxi Kofl auf 7, sagt jetzt alles eigentlich. Der ist wenigstens nicht gestürzt anscheinend, sehr, sehr merkwürdig. Ja, was willst du da noch sagen? Was willst du da noch sagen? Ein Trauerspiel, wie es im Buche steht. Unglaublich. Also bei 70 Euro auf der PlayStation, auf der Konsole, würde ich definitiv mein Geld zurückverlangen. Und dann schauen, ob es irgendwie patchmäßig dann, ob man da was erfährt, ob das besser worden ist. Und so kannst du nicht vernünftig eine WM fahren. Das geht einfach nicht.
Manager-Modus haben sie auch null verändert. Das ist komplett das gleiche alles. Was ich schon wieder bis jetzt gesehen habe. Das einzig Positive ist, dass man bei der Fahrphysik eben alles einstellen kann. Dafür haben sie komplett alles andere vernachlässigt, anscheinend und sogar schlechter gemacht, wie gesagt. Oder eben Manager-Modus gar nichts gemacht, was ich bis jetzt gesehen habe. Hallo Leon. Letzte Runde, Gott sei Dank, hier auf der Strecke. Ich teste jetzt gar nicht in der Moto2 oder so diese Strecke, ob die da gleich abstürzen oder nicht. Ich will es gar nicht wissen. Lassen wir uns bis zum Schluss überraschen hier dann. In der Karriere. Also habt ihr das noch nicht gekauft, das Spiel? Mein MMOGA ja, für den PC, die 23, da bei mir der Link. Wenn ihr es für den PC holt, ja, könnt ihr es vielleicht riskieren. Aber auf der Konsole... Hä, jetzt rutsche ich weg, okay. Auf der Konsole würde ich mir das ehrlich gesagt nicht kaufen. Kann ich euch nicht empfehlen. Für 70 Euro würde ich für den Müll nicht ausgeben. Und habt ihr das gesehen, jetzt stützt er wieder komplett easy. In eine ganz leichte Mini-Berührung. Und weg ist er wieder. Das ist nicht normal. Aber der Patch kommt, wo die KI zum Motorrad dann läuft. Ja, das wird das einzige sein, was reinpatchen wahrscheinlich. Wie ich sie kenne. Vor lauter Enttäuschung würde ich mir am liebsten gar nicht mehr ein MotoGP kaufen. Solange Milestone. Was schaue ich denn schon wieder hin? Solange Milestone die Finger im Spiel hat. Das ist wirklich ein Witz. Das Ganze hier. Der Parkfamilie füllt sich mit den Stars des Rennens. Und wir schauen uns noch schnell das Endergebnis des Moto3-Rennens an. Ja, genau, Paul. Das ist aber auch das bessere Spiel von der KI her. Es ist zwar schwieriger, weil es diese leider die Fahrphysiken noch nicht einstellen kannst. Aber mit der KI ist das definitiv das bessere Spiel. Da hast du sicher mehr Freude, da bin ich mir sicher. Moto2 kannst eh fahren, da stürzt eh nicht so leicht, das passt schon. Gehen wir gleich weiter. Ja, das will ich mir jetzt auch gar nicht anschauen. Das vergeht mir gleich alles. So, wir werden dann einmal auch in der Moto2 mal reinstarten und dann werden wir vielleicht doch nicht mehr in der Intensität weiterspielen, bis vielleicht doch irgendwann einmal einigermaßen ein Patch kommt, ein vernünftiger. Wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ob da etwas kommt. Aber eins ist auch sicher. Beschwert werden sich genug haben. Nur ob es das wirklich interessiert, ist die Frage. Erhaltene Angebote. Achso, das ist wieder, dass wir im Prinzip unser Team verlängern. Das werden wir mal definitiv ablehnen. Jetzt werden wir trotzdem mal schauen. Ja, neues Team. DHL und so, yo, Kalix, DHL wäre definitiv geil, aber ich habe gesagt, ich will unbedingt eigentlich in einem Ding. Okay, da haben wir gar keine Chance hier in der ersten Saison. Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit, erste Saison in so ein Team und die zweite Saison dann in so einem Team fahren. Weil wenn wir mal in der MotoGP sind, sind wir dann sowieso in der MotoGP. Die Frage ist nur, ob wir uns wirklich zwei Saisonen antun sollen, aber das können wir am Ende der Moto2-Saison uns dann eh noch überlegen.
Weil hier Kalex wäre natürlich sehr geil. Italtrans, ja. Liqui Moly, Teamkollege von Schröter, wäre auch extrem geil. Sky, ja, könnte man aber die Ducati dann im Werksteam nehmen. Red Bull, KTM, ja, die KTM, die Tech 3 schaut ja geil aus, die wäre zum Einstieg in der MotoGP auch geil. Und Mark VDS gefällt mir sowieso das Team auch. Jetzt das Design nicht mehr ganz so, letztens mit, wo noch ein bisschen so blau mit dabei war, mir ein bisschen besser gefallen, aber geht noch. Jetzt ist die Frage, wo wir uns, ja, da sind wir glaube ich im vorigen Jahr eingestiegen, oder? Bei Petronas, ist natürlich extrem geil auch. Da will ich nicht, da will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Das heißt, ah, ich habe noch nicht getestet, die Kalex NTS. Oder ne, haben wir im Augusta, habe ich auch nicht probiert, ob mir die besser gefällt. Vielleicht machen wir da heute vielleicht die eine oder andere Testfahrt noch, oder? Das muss ich sagen, die gefällt mir jetzt optisch auch ganz gut. Die Novo Tenor American Racing, Novomatic. Hallo Günther, grüß dich. Sitten hatte noch am Anfang ein gutes Gefühl in Quartar. Ja, es ist auch nicht immer ganz gleich, glaube ich. Aber es ist doch oft, was ich da schon gesehen habe bei Leuten. Da sind nur vier ins Ziel. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viele gestürzt sind und wie viele im Ziel waren. Vor lauter, dass ich angefressen war jetzt und weiter drückt habe. Gleich habe ich gar nicht geschaut, wie viele überhaupt im Ziel waren. Aber gut, ist egal, ob es jetzt sieben waren oder vier, wie der eine gepostet hat bei uns auf Discord. Es ist wirklich unfassbar. Ja, KTM. Da dann in der dritten Saison, muss ich sagen, oder in der vierten eben, je nachdem, ob wir zweimal Moto2 fahren, also werden wir uns am Ende dann noch ausmachen. Da glaube ich, da würde ich gerne am Start sein. Das ist der andere Yamaha? Ja, anscheinend. Ja, Werkskampf muss ich jetzt gar nicht so... Ja. Da die Rossi Ducati wäre natürlich auch geil. KTM, dann Rossi Ducati und dann vielleicht in ein Top-Team, aber da fangen wir ja irgendwo unten an, oder? Ja gut, die Rossi Ducati ist im Endeffekt von der Stärke her grob eh wie die Tech 3, muss man sagen. Und warte mal, der ist aber von der Bike-Leistung her. Schaut, was haben wir da, eine Maus? Können wir die da stehen lassen? Ne, können wir nicht. Oh ja. Sehen Sie die Maus eigentlich auch? Ich weiß gar nicht. Gehen wir mal runter zu Sky. Ja, aha, diesen. Ja gut, minimal. Vielleicht ein Upgrade hat die mehr, die KTM. Der hat auch ein bisschen mehr. Ja, ich würde sagen, möchtest du wirklich Verhandlungen mit diesen... Jo, das möchte ich eigentlich. Und die Leistungen sind hier in der Moto2 alle vom Bike eigentlich eh okay. Ja, und mit Kalex machen wir mal definitiv nichts falsch. Speed up. Wollen wir mal generell zu dem Team? Ich weiß es gar nicht. Wow, ist auch witzig irgendwie. Ich möchte auf jeden Fall Kalex, Speed up. MV Augusta mal testen. Wobei, nee, eigentlich gar nicht. Petronas wäre natürlich nice, aber das sind wir eh schon gefahren. Nee, ich hoffe, wir bekommen da ein Angebot. Ich weiß noch nicht, wie lange das dauert und ob, ja. Soll man das sicherheitshalber bei Petronas auch anfragen? Und gut, anfragen können wir ja überall, oder? Ist ja eigentlich einmal egal. Ich hoffe, wir bekommen da überall eine Zusage oder ein Angebot. Das können wir mal so lassen, glaube ich. NTS, nee, das brauchen wir nicht. So, yo, dann haben wir da schon mal ein paar Anfragen rausgehaut. Die Frage ist nur, ob wir auch ein Moto3-Team dann gründen können. Ich habe ja da geschrieben, irgendwas mit 200.000 brauchen wir da. Ja, genau, Bandit, so schaut's aus. Genau so schaut's aus. Danke, Marzio.
Ja, MS21 Marzio, schaut beim Marzio auch auf jeden Fall vorbei, der haut auch die Parts hier raus jeden Tag. Fährt auch selber die Karriere, schaut gerne mal vorbei bei Marzio. Oh, danke Potato, ciao ciao. Servus Papa, genau so schaut's aus Potato. Danke fürs Vorbeischauen. Und danke fürs Like, falls du es da lassen hast. So, Rennoptionen, wo sind wir jetzt überhaupt? Yo. Lass ich mal schauen. 55. Australien. Schreiben wir das mal grob auf. Bleiben wir da mal so. Oh, Malaysia und dann ist eh schon. Squall ist verregnet. Okay, na gut, das ist eigentlich relativ. Wurscht. Rennen ist trocken, das passt. Da können wir uns jetzt am Training orientieren und Quali müssen wir halt schauen, dass ja, das passt. Aber fast in jedem Wochenende ist in einem Tag irgendwo Regen dabei, also relativ oft. Ist man auch schon wieder eine Idee zu viel, muss ich sagen, mit dem Regen. Wir sind zurück von der Strecke, nur noch ein paar Sekunden bis zum Start der zweiten freien. Ja, wenn die KI wenigstens gleich stimmen würde, aber gut, okay. In dem Fall weiß man, dann gehen wir einfach 10% zurück, so roundabout, dann passt das auch, aber trotzdem, Regen brauche ich jetzt nicht unbedingt zu viel. Du bist schon gefragt, auf was ich spiele, Leon? Lass mal kurz schauen. Ich werde schon gefragt, auf was ich spiele, oder? Wo war denn das? Der Loris, hi. So, ich habe dich übersehen. Wir hatten fahren wahrscheinlich. Günther, grüß dich. Hast du noch Kontakte mit was für ein Felix? Meinst du? Falls du noch da bist, ist leider schon ein bisschen lange her jetzt, was du noch am Start bist. Ja, den Fahren lese ich leider nicht alles, Freunde. Okay, ich sehe es leider nicht. Ich werde da schon gefragt, auf was ich spiele, oder? Ja, PC auf jeden Fall. So viel kann ich mal sagen. Ich bin wahrscheinlich älter, wie du denkst. So, jetzt werden wir mal schauen. Renntechnik, Setup laden. Wir sind am Weg Richtung Motor 2. Mal schauen, wie es auf der Strecke ausschaut. Mit der KI wird mal wieder komplettes Chaos haben. Da ist natürlich, da vergeht einem dann schon ein bisschen wieder die Lust nach so einem Chaos-Wochenende. Das ist wirklich unglaublich. Ja, wir müssen schauen, ob man dann wirklich. Schauen wir mal, wie es in der Moto2 bei uns läuft. War bis jetzt gar nicht so schlecht. Ansonsten müssen wir halt ein bisschen zurückfahren. Warum sollte ich, Günther? Warum sollte ich den kennen? Kontakttechnisch. So. Jo, eigentlich. Sein Bike ist startklar und der Fahrer macht sich zur Ausfahrt bereit. Wir werden sehen, ob er versucht, eine Top-Zeit zu fahren. Eigentlich. Probieren wir es mal. Schauen wir mal, was geht. Ja, coole Strecke eigentlich. Gar nicht so einfach, aber. Eigentlich eine coole Strecke. Ist eigentlich für uns, oder? Zweimal so eine lange Gerade ist doch herrlich für uns. Das heißt, wir da ein bisschen raufschrauben müssen, die KI. Also die wird jetzt gar nicht so stark sein über die ganze Runde, nehme ich mal an. Ja, okay, da vielleicht eine Spur vorher bremsen sogar, das muss ich mal merken. Quali wird das auch lustig. Quali wird das, glaube ich, auch lustig.
Ja, der schneidet einfach komplett blind drüber. Milestone. So wie sie es können, nämlich gar nicht. Die KI. Perfekt. Das wäre noch ein Spiel, wie wäre es in den 90er Jahren. Und die haben null irgendwie an der KI gearbeitet, so kommt man das gerade vor. Insgesamt gesehen. Ja, nicht einmal da hat es, glaube ich, so viele Stürze gegeben. Ich kann mich erinnern, bei dem Superbike-Spiel 2008, was ich da gerade gespielt habe, da war die KI besser wie hier. Zumindest gestürzt ist sie definitiv nicht so oft. Strecke, da müssen wir jetzt mal ein bisschen reinkommen, die bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Aber man kennt sie natürlich. Leicht verkackt, aber wir sind noch in der Trainingsphase. Die waren auch schon vom Milestone, ja, da waren dann aber andere Leute am Start wahrscheinlich. Die werden ja auch andere Leute geholt haben. Wird auch nicht seit dort immer die gleichen sein. Was mache ich? Social Media? Okay, ich habe gesagt, ein bisschen früher. Ja, als hätten sie das erste Mal rausgebracht, das Spiel. Und dann noch eben das Spiel verkackt mit der KI. Das ist nicht normal, Freunde. Das ist nicht normal. Was mache ich, Leon? Social Media? YouTube ist das hier, nicht Social Media. Aber YouTube mache ich schon seit 2008, wenn du das meinst. Na, wie ist es mit Günther? Jetzt schreibt er aber nicht mehr. Wenn es der Günther ist. Felix von der Laden. Naja. Keine Antwort ist auch eine Antwort. 2008, habe ich gerade gesagt. So, genau hier haben wir den optimalen Bremspunkt. Hast mich verwechselt, oder? Das wird es wohl gewesen sein. Das
So, wie schnell die Ecke jetzt? Jawohl, sehr schön. Ja, okay, aber wieder zu schnell hier. Zurückgerutscht, ja. Oh, jetzt sind wir aber 18. im Delta schneller, das ist gut. Warte, seid ihr schon fertig? Du und der Dave oder was? Mit deinem Zombie Army 4 oder wie heißt das? Was gerade gratis ist. So, wir sind eh noch im Training in Bennett's Nachricht, muss ich ganz kurz lesen. Ja, Bandit, das habe ich mir auch schon überlegt, nur das Problem ist ja, sie werden ja in den Kurven nicht langsam, also geht dann die Rechnung auch nicht wirklich auf. Aber wir könnten es einmal versuchen, irgendwie. Wir könnten es ja einmal versuchen, in die Richtung einmal was zu machen und dann dafür die KI weiter runterschrauben, irgendwie noch extra. Keine Ahnung, ob die dann noch langsamer werden auf der Geraden, wie das dann funktioniert, aber... Wäre zumindest mal so grundsätzlich ein Versuch wert, ja, ob man da irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Ja, aber vor allem so einen krassen Unterschied. Aber ich habe es noch nicht probiert, wenn ich jetzt die KI raufstelle, ich weiß nicht, wo es hingeht, auf 120 sind sie dann schneller wie ich. Nur auf die Geraden jetzt mal theoretisch, aber wir können es ja mal versuchen dann. Nur auf der Geraden testen, wie schnell sie sind. Schneller gegangen. Ah, jetzt zockt noch. Okay, alles klar, Matthew. Macht's doch Spaß, Matthew. Alles gut. Du kannst schon sagen, zahlt sich aus, dass wir zu dritt vielleicht sogar ein angespielt machen oder so. Aber grundsätzlich könnte doch was interessant werden. Interessant ausschauen, wenn man da mit den verschiedenen Waffen und so also mal schon angespielt vielleicht. Ja genau, Marc. Warum sollte man sich grundsätzlich langsamer machen? Wenn es zumindest dann ein spannendes Rennen gibt, würde ich das ja vielleicht irgendwo in Betracht ziehen, dass man so sagt, das wird jetzt ein geiles Rennen. Macht zwar keinen Sinn hier, sich langsamer machen, das stimmt schon, Marc. Komplett richtig. Aber wenn ich doch irgendwie ein geiles Rennen fabrizieren kann trotzdem. Wie auch immer. Ja, komm. Jetzt müssen wir aber dann das Regenquali mindestens runtergehen. Nicht wirklich sagen, ob er ist immer noch gut, okay? Zufrieden ist, ja, vielleicht teste ich das einmal. Naja, obwohl, mit jemand Junior kann ich das nicht anlesen wollen. Genau, Leon. Milestone-Logik, ja, das ist wirklich. Also, ich kapiere das nicht. Haben die überhaupt irgendeine Logik? Schaut nicht so aus. Und das sagt ja jeder durch die... Mit jedem, den ich bis jetzt gesprochen habe, der auch das Spiel hat, sagen alle das Gleiche. Und das nützt nichts anscheinend. Es ist... ja. Unglaublich. Unglaublich. Hier machen wir aber auch ein bisschen schneller gleich einmal. Gehen. Ja, komm, gehen wir jetzt cool. Komm, let's go. Wir sind zurück an der Strecke. Ja, wir sind gleich wieder weg von der Strecke, denn...
denn? Ja, Marzio, was ich noch sagen wollte, obwohl das muss ich jetzt nicht unbedingt hier sagen, oder bist du noch da, Marzio? Bezüglich, nur mal kurz einen Abschnitt machen dürfen zu Subnautica Below Zero, was ich auch jetzt dann demnächst wahrscheinlich mal bringen werde. Oder klingelt's, meine Freunde? Moment, da müssen wir schauen. Da klingelt's, wer klingelt da? Wer klingelt? Wer läutet dann? Wer läutet dann? Ach, falsche Ding hier, Scheiße. Duftender Mann, danke für deinen Follower. Coole Sache. So, wie findest du den Trailer zu Formel 1? Ja, da haben wir jetzt nicht viel gesehen, glaube ich, oder? Wenn wir denselben gesehen haben. Da hat man nicht wirklich viel rauslesen sehen, glaube ich. Rauslesen sehen? Rausgelesen? Da konnte man nicht viel rauslesen, leider. So, ich würde eigentlich gerne schauen, wie sind da... Will ich wissen, will ich mich spoilern lassen und schauen, wie es in der Motor 2 ausschaut, aber ich glaube, es ist Sam Lowes, oder? Scheiß drauf, schauen wir mal rein. Remy Gardner, what the fuck, Sam Lowes, oh, das könnte auch in der Motor 2 in echt, ja, eine geile WM werden, aber wenn es da lauter Stürze gibt, na, mal schauen. Lass uns mal überraschen. Marco Bezzecchi und Gian Antonio und Raul Fernandez dann von 3 bis 5 anscheinend. Ja, das wird wohl so sein, weil die sind zu weit weg von Sam Lowes und Remy Gardner. Geil, Remy Gardner auf der KTM gegen Sam Lowes auf der Mark VDS. Das ist eigentlich dein Team, oder? Der Moto2. Dann Marco Bezzecchi auf der Sky 46er. Fabio Di Gianantonio, glaube ich, auf der... Na, wie heißt das Chassis? Speed Up, glaube ich. Und Raul Fernandez auch auf der KTM, sehr geil. Augusto Fernandez, ja, der kommt nicht, da haben wir besser vorgestellt. Der kommt nicht so ganz in Tritt, der ist da weit weg. Der ist dann da im Mittelfeld mit Baldassare hier aber besser eingestellt. Als in echt, glaube ich. Joe Roberts war aber da in Portimao, glaube ich, ganz gut dabei. Ja, da müssen wir über die ganze Saison schauen. Vietti. Ja. Das ist eine gute Frage, Michi. Ich hoffe nicht mehr lange. Ja, die Frage ist halt nur, ist es dann besser, wenn dann gar keiner zum Beispiel aus mir macht oder übernimmt es dann wer anderer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gar kein MotoGP würde ich ehrlich gesagt auch nicht wollen. Da kriege ich dann auch die Krise. Aber das kannst du auch fast nicht bringen. Das ist das Problem. Maverick Vinales. Fabio Quartararo, oh, beide Yamaha-Jungs vorne hier. Oh, ist das bei euch auch? Ja, Marc Marquez ist nicht ganz vorne dabei. Okay, das sehe ich noch jetzt. Okay. Johann Mir, wo ist er? Johann Zarco haben sie hier ehrlich gesagt ein bisschen schwach eingestuft, wenn das so ist. Den hätte ich ehrlich gesagt weiter vorne gesehen. Aber gut, okay, das sind natürlich auch gute Jungs. Es ist jetzt schwierig, den Johann Zarco hier da vorne reinzupacken. Miller, Werkskatek, Ducati, Marquez, ja, Rins. Ist im Spiel jetzt relativ schwierig natürlich, aber. Rossi 12. Ja, gut, das kann man jetzt nur. Aber so vereinzelt, das fehlt noch ein bisschen auch, dass sie, wenn es einmal gut läuft, vereinzelt auch der ein oder andere mal vorne ums Podium mitfährt. Da könnten es noch ein bisschen randommäßig was reingeben. Mark VDS, oder? Das ist deine Truppe, Mark. Ja, Sydney, das, ja, vom Codemasters glaube ich auch, dass das sicher besser wäre. Das glaube ich fast auch. Ich bin zwar nicht der mega Codemasters-Fan, aber Formel 1 muss man sagen, haben die doch sehr gut schon mittlerweile entwickelt, muss man schon sagen. Nein, muss man fairerweise sagen. Also, jetzt wenn man jetzt aufs Formel 1 schaut, einmal speziell auch. Das ist ja im Vergleich zu MotoGP wirklich der Oberhammer, so gesehen, obwohl es nicht alles passt natürlich. Aber die haben, ja, Marc, genau, die haben leider genug Spiele, um die sie sich kümmern müssen. Das ist das Problem. Gelehnt, genau.
Achso, ich wollte mir eigentlich auf den Regenquali hier mal zurückgehen. Nee. Und ich wollte auch noch mal zwei Runden Kalex, Speedup und so mal, ob ich da einen Unterschied merke, testen. Hier sind wir zurück an der Strecke und in freudiger Erwartung. Ich glaube, das werden wir dann in IRS machen. Ja, in freudiger Erwartung sind wir schon wieder. Jetzt haben wir reingeladen, jetzt müssen wir wieder das Setup laden und ich glaube, reifentechnisch im Regen haben wir sowieso hier keine Auswahl. Kann sein, dass wir Soft und Medium bei MotoGP haben, aber hier haben wir anscheinend, weiß nicht, gibt es in echt auch keine Auswahl von den Regenreifen mit der Moto2? Kann natürlich sein, aber das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, dass da nicht zwei verschiedene Mischungen zumindest gibt, ehrlich gesagt. Aber gut. Die Rallye-Lizenz bekommt Codemasters, das wäre ja auch richtig geil. Weil ich kriege da immer schon die Krise, wenn ich da die 10 Sekunden schneller bin einmal und einmal 10 Sekunden langsamer auf der Etappe gegen die KIs auch. Also da auch. Also KI ist generell bei ein paar Spieleherstellern irgendwie so ein No-Go, die checken das überhaupt nicht. Obwohl es ja nicht so schwer sein kann, dass ich da in etwa dieselben Zeiten dann immer habe. Ich fahre doch immer relativ ähnlich, sage ich mal. Und dann so einen Müll da fabrizieren, stellenweise ist wirklich unvorstellbar, wirklich unvorstellbar ist das. Ah, randvoll sind wir, okay. So, schauen wir, ob wir hier in der Quali Müll fabrizieren. Wir gleich sehen, ob er versucht, eine schnelle Rundenzeit zu fahren oder ob er etwas für das Rennen ausprobiert. Ja, das, Brocki, werden wir gleich sehen, was wir hier machen. Ob das einigermaßen passt. Das Rennen werden wir definitiv dann wieder 10 raufgehen. So, eine Sekunde. Ja, vom Fahren her ist das eh ganz gut, aber die KI, die Zeiten, also. Ja, die KI, das ist ja nicht einmal 1:1 auf der Strecke jetzt, aber was die oft für Zeiten haben auch, das ist ja nicht normal auch bei WRC leider. Regen soll, werden wir mal auf 5er Traktion gehen. Ich sag nur Schweden-Rally, wo du über die ganze Rally dann eine Minute mal schneller bist und dann fahrst du irgendwo, ich weiß nicht wo, irgendeine Schotter-Rally, bist dann wieder auf gewissen Etappen wieder 10-20 Sekunden langsamer wie die KI, dann bist du auf einmal wieder 10 Sekunden schneller bei den Special Stages und so. Solche Sachen können ja, dürfen einfach nicht sein, oder? Ich verstehe sowas nicht. Das kann nicht so schwer sein, dass ich die Zeiten in etwa anpasse. In etwa wenigstens. Ich sage nichts, wenn es dann um 2-3 mal ein bisschen abweicht oder so. Aber so krass beim WRC oft. Ich konzentriere mich mal ein bisschen auf die Runde hier. Ist ja immerhin das Qualifying. Ja,
bisschen schneller aus der Ecke raus. Also irgendwie von der Bremstemperatur habe ich auch irgendwie null Probleme noch bis jetzt, aber vielleicht kommt das auch oben dann weiter noch. Jetzt hast du der Bremse nach hinten verschoben und steht auf einmal. Gute Nacht, Bandit, gute Nacht, ja, das wollte ich schon Brandy sagen. Ja, machen sie auf gewissen Bremspunkten, die stimmen einfach nicht, da muss man sich einfach drauf, das muss man sich einfach dann merken. Hin und wieder stimmen die mal überhaupt nicht, die Bremspunkte. Aber nach ein paar Trainingsrunden weiß dann irgendwie für die Ecken. Meistens geht es einigermaßen, wenn das, vor allem wenn du dann ein bisschen früher vielleicht auch bremst. Aber hin und wieder hast du einen Bremspunkt dabei. Aber das ist noch das kleinere Problem. Einigermaßen geht es eigentlich. Jetzt die Strecke kennst du ja meistens eh. Hin und wieder hast du dann auch gar keinen so einen Bremspunkt, der wieder rot blinkt, obwohl er Kurve kommt. Auch schon vor, war auch schon gesehen. Hallo Markus. Obwohl wir Regen haben, sind wir 1,3 schneller, okay. Alles klar. Danke, gut, wie geht's dir? So, jetzt haben wir mal die Runde dann abschließen und dann werden wir mal überlegen, wie viel wir jetzt wieder raufdrehen im Rennen. Aber wir sind ja hinten, okay, da brauchen wir gar nicht mehr weiterfahren. Im Moment sieht es aus, also. Ja, sehr komisch. Hier ist der Regen nicht ganz so dramatisch anscheinend von der Pace her. Moment. Bin ich jetzt blöd oder was? Jetzt haben wir es verkackt, oder? Jetzt kommen wir. Ich will kein Setup-Light fahren, ich will nur frische Reifen haben. Was läuft jetzt? Sind die jetzt wirklich schneller geworden? Das könnte mir hier nicht erzählen, oder? Da tut sich was in der Box. Geht's hier doch noch aus überhaupt? Oh, kann man noch eine Runde fahren? Oh, das wird knapp. Ach du Scheiße. Auf einmal Nummer 17, aber was ist denn da los? War ich zwar Erster oder habe ich mich da verschaut? Hä? War ich 1,3 vorne? Bin ich jetzt doof oder warum sind die einfach schneller? Es regnet noch immer. Scheiße, es geht nicht mehr aus. Fuck. Das haben wir verkackt, das Quali. Warum auch immer, oder stürzt schon wieder einer? Ah ja, da wird mir ganz schlecht, wenn ich das sehe. Ne, geht sich nicht mehr aus. Geht sich nicht mehr aus, das war's. Okay, haben wir verkackt. Willkommen im exotischen Sepang. Hier findet gleich der nächste Lauf der Moto3-Klasse statt. Ja, dreimal darfst du raten, was wir sehen zwar. Hier sind wir wieder, live von der Moto3-Startaufstellung, so. Wo Fahrer und Ingenieure die letzten Details besprechen, ehe es losgeht. Die Frage ist jetzt. Warum waren wir jetzt langsamer? Wir probieren es einfach mal. Wir schauen einfach mal. Und gleich die Vorwarnung, wenn es jetzt irgendwie zu schnell, zu langsam, KI-mäßig, werden wir einfach nochmal neu starten. Aber wir werden uns mal die erste Runde anschauen, entspannt.
Wir werden uns einfach mal die erste Runde. Hoppala. Keine Tipps. Wir werden uns einfach mal die erste Runde anschauen, würde ich sagen. Und dann werden wir entscheiden. Nur noch ein kurzer Moment. Und dann geht der Kampf los. Ja, auf der Strecke. Was wir machen. Ja, gibt es. Auch Xbox, PC. Es ist sogar egal, wenn man den Nintendo fragt, wie das, oder? War das das Spiel? Ob das da auch, ich weiß gar nicht, gibt es da nicht auch auf der Switch oder was? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Keine Ahnung, wie das Spiel dort genau aussieht. Aber ich weiß es nicht, ob es auf der Switch gibt. Ich glaube, ich habe sie irgendwo gelesen. Bin mir das nicht ganz sicher. Kommen die alle heil durch? Das glaube ich jetzt gar nicht, oder? Das, also da hätte ich jetzt alles drauf verwendet, dass da wer stürzt. Hinten sich aber gestützt, ja, okay. Das wird jetzt hier kein interessantes Rennen werden, oder? Das gibt es ja gar nicht. Ich bin schon so gehypt auf Moto2 jetzt, auf die Saison. Nach dem Rennen werden wir mal eine kleine Testfahrt machen, würde ich sagen, gleich einmal. Ein bisschen vor dem letzten Rennen, dass man, wenn die Angebote kommen, dass man da sagen können, doch Speeder. Obwohl, nur mal rein als Vergleich, ob man überhaupt einen Unterschied merken, würde ich sagen. Bevor wir dann ins letzte Rennen in Valencia gehen, Abschlussrennen Motosui, und dann tue ich mir das nie wieder an. Aber ich erwarte mir jetzt nicht allzu viel bei der Moto2, da wird jetzt auch nicht alles rundlaufen, aber vom Gefühl her, glaube ich, wird es eine Idee besser werden. Ich glaube es zumindest. Also bis jetzt, die Rennen, was wir gesehen haben, auch haben eigentlich relativ Spaß gemacht. Man sieht sich auf der Geraden sind wir noch immer schneller wie die anderen auch. Das war dort auch leider der Fall. Die Logik kapiert eh keiner. Wahrscheinlich nochmal Milestone selber. Ja, wahrscheinlich kriegen sie es einfach nicht anders hin. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder sie haben es einfach vom allerersten Mal so weiter übernommen noch immer und haben einfach nichts dran gemacht. Denen traue ich persönlich alles zu, ehrlich gesagt. So, ich glaube, ja, von der Stärke her, wohl jetzt werden wir so ein bisschen vorkommen wieder hier. Dover auf der 5. Tja, da überholen wir jetzt natürlich alle. Eieiei, da glaube ich, das war ein bisschen zu spät. Ich wollte dich jetzt nicht rausdrücken, sorry Kumpel. Ich wollte dich jetzt nicht rausdrücken, ich habe jetzt da komplett die Dinge verpeilt. So wollte ich eigentlich fahren. Also aufpassen hier. Gute Nacht, Michi. Ja, ich glaube, die Geraden sind wir so. Ja. So, warten wir mal eine Runde noch ab, aber dann nach zwei Runden von vier wieder neu starten. Ne, ich habe jetzt auch keinen Bock drauf, über die Moto2. Wir werden uns also mal montieren dann ungefähr. Sind wir relativ gleich? Eieiei, ah, die sind hinten. Und die zwei langen, extrem langen Geraden natürlich. Jetzt starte ich nicht nochmal, ne, ich habe keinen Bock drauf. Können wir Minimum 5% rauf gehen. Wenn nicht 10.
Abel Rodrigo auf 2, sehr gut. Ja, McPhee auf der 3 schon wieder. Eieieiei, der Starkampf dabei. Nicht einmal Regen und trotzdem ist er gut. Wahrscheinlich hat er sich im Regen qualifiziert. Kademjungs auch wieder stark. Ich freue mich am Wochenende richtig auf wieder. Jetzt wo ich die Moto 3 hier natürlich jetzt ein bisschen besser kenne, freue ich mich auf die echte Moto 3. Nach dem Rennen werden wir mal reinschauen. Ist der Kurz der Erste? Wollen wir schauen, wie da wieder die Tabelle eigentlich ausschaut. Fahren selber ist ja eigentlich eh geil, bis auf gewisse Mal, wenn die Körbs irgendwie so komisch wieder wegrutscht, das ist auch schon immer das Gleiche. Aber grundsätzlich ist das eigentlich ganz angenehm. Speziell ist die Fahrhilfen, das muss man positiv hervorheben, aber das ist gefühlt das Einzige, was sie gemacht haben. Das die neue Saison reingegeben, sonst haben sie anscheinend nichts gemacht. Beziehungsweise eben die KI nochmal wieder verschlechtert, aufs 19. Jahr wieder zurückversetzt. Ungefähr. 20er war sie eindeutig besser. War auch nicht alles perfekt, aber um Meilen besser wie jetzt hier. Das ist bei dem Rennen gerade eigentlich rennen sturztechnisch wieder okay ist. Da gibt es keine Ecke, wo sie stürzt anscheinend, aber Zweikampf halten wissen wir jetzt nicht, weil wir jetzt gerade ein bisschen ja auf der Geraden wieder mal, das ist ja das Hauptproblem hier, dass wir auf der Geraden so schnell sind, wo auch keiner weiß, warum das jetzt so ist. Keine Ahnung. Da können wir alle nur hoffen, dass ein Patch kommt und dass da irgendwo ja was Besseres bringt, der Patch. Sehe aber ehrlich gesagt fast ein bisschen schwarz, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, 25 Likes, danke Freunde. Noch 13 Zuschauer am Start, jawohl, 0:22, auch schon so viele im Pad wieder, okay. Ich habe mir gedacht, dass bis 1 oder was schon noch mehr am Start sind, aber okay, heute mal nicht. So weit sind sie gar nicht weg, aber so 5% wird, glaube ich, ein Minimum gehen. So, letzte Runde, da müssen wir jetzt natürlich hier durch. Kurzen Moto2-Test, wo machen wir denn? Nächstes kommt eh Valencia, fahren wir in Valencia, oder? Weil dann können wir es da ein bisschen einschießen auf die Strecke gleich mit der Moto2-Maschine. So, zumindest keine wilden Stürze hier, da muss man schon froh sein, einmal grundsätzlich. Australien war ja komplette Katastrophe. Hast du das gesehen, Marz, ja zufällig, wo die Motorräder so 90 Grad in die Luft geflogen sind bei mir? Im letzten Sektor, das war ja nicht normal. An zwei Stellen, wo sie über die Wiese eben immer gefahren sind, innen zu stark und dann einfach weggerutscht sind auch. Was würden sie jetzt, ja, wenn das eine Strecke ist, die sie das erste Mal haben, würde ich sie ihnen vielleicht noch verzeihen in einem gewissen Grade. Aber nicht Phillip Island, das schon seit 10 Jahren dabei ist oder so, ich weiß nicht. Oder seit immer schon eigentlich. So schlampig wie die arbeiten, das ist nicht normal. Das ist nicht normal, Freunde. Kommt leider immer wieder zurück zu dem Thema, es hilft nichts. Es hilft leider nichts. Muss ich mal auf Steam mal diese Reviews anschauen. Ich glaube, das letzte Mal geschaut habe, was ausgeglichen. Ich glaube, spätestens mit dem Rennen ist McPhee jetzt definitiv Weltmeister.
Schreibt uns das eigentlich hin dann? Ich glaube schon, oder? Ja, mit dem Wheelie hier über die Ziellinie. Die Sportfamilie füllt sich mit den Stars des Rennens und wir schauen uns noch schnell das Endergebnis des Moto3-Rennens an. Okay, Marc, warte, ich schau mal. Position, what? Früher streamen als Kit. Ah, ich sehe es gerade. Ich muss es vielleicht ein bisschen kleiner machen. Danke, Marc. Müsste das vielleicht eine Spur kleiner machen. Gib's mal so her, müssen wir mal schauen, ob das ungefähr jetzt hinkommt, vielleicht ein bisschen besser. Danke, Marc. So, zwei, ja, der ist hier. Moment mal, ja, der ist definitiv durch. Sagt man jetzt auch, dass er Weltmeister ist, oder erfahren wir das gar nicht grundsätzlich? Zweifellos ein perfekter Tag für ihn. Der Sieg bedeutet für ihn außerdem zusätzliche 25 Punkte auf dem Meisterschaftskonto. Was, man sieht es nicht mehr? Ah, verdammt, das ist rauf. Jetzt ist man gerade verrutscht. Jetzt passt es wieder, Marc. Danke, sorry. Ist irgendwie raufgerutscht, versehentlich. Weiß ich, welche Angebote oder was? Ho, 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 ho. Ja, nice. Schauen wir uns das mal im Detail an. Dieser Vorschlag läuft dann ab, okay. Kündigungsklausel Top 15, Top 10. Bonusvertragsunterzeichnung. Petronas wird man da mehr Kohle bekommen anscheinend. Speed up, Rennziele Top 10, ja, ist klar Milestone, ist klar Milestone. Also ihr fallt schon einmal definitiv aus der Wertung. Fokus da. Will ich das jetzt probieren? Ich weiß es nicht. Danke, Marc. Nein, 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 ich habe mich verdrückt. Es ist nicht drüber gegangen. Eieieiei, das will ich ja gar nicht. Petrucci auf der KTM da auch nicht berühmt unterwegs leider, aber das war eh fast klar, so Petrucci. Ja, ich weiß nicht, ob ich den geholt hätte, aber gut, wenn es keinen anderen gibt wahrscheinlich. So, jetzt als erster fahren mal eine Runde mit der Kalex. Shit.
Shit, jetzt habe ich das Setup wieder nicht geladen, oder? Ah, fuck. Egal, wir müssen so fahren. Alter, ist das hell, was ist denn da los? Ja, ja, alles unnötig ist mir egal, ich will nur schauen. Wie die Mopeds zueinander liegen. Aber ich glaube, mit Kalex können wir nicht viel falsch machen, grundsätzlich. Ah, falsche Taste. Da wollte ich hin, genau. Ein bisschen weiter raus. Dann haben wir ein bisschen mehr Übersicht, ich glaube, das ist besser. Ich sehe es jetzt schon kommen, die Sky hier liegt so geil und unsere ist noch nicht ausgebaut. Die wird wieder so Grütze liegen auf der Strecke dann. Im Quartal. Da werden wir dann mal die Krise kriegen wieder mit dem Fahrverhalten. Ah, die liegt eigentlich schon ganz geil, muss ich sagen. Also, weiß nicht, ob man das noch toppen kann jetzt. Kann ich hier das Motorrad wechseln? Ne, kann ich nicht. Kann ich nicht. So, das will ich nur kurz, bevor ich da annehme. Speed up, sehr schön. Danke für 26 Likes, Freunde. Danke, danke, danke. So, selbe Setup, alles jetzt mit der Speed up. Der hat einen schwarzen Helm, das bezweifle ich auch ein bisschen, aber okay. Jorge Navarro, oder? Genau dasselbe, ja, okay, dann ist egal. Oh, liegt eigentlich. Grundsätzlich mal ganz geil. Okay, wollen wir uns mal bremsen, okay. Kann man durchaus fahren. Schiebt die Bremse nicht, was ist los? Wow.
Speeder würde gehen. So, noch kurz mit der MV Gusto noch einmal ganz kurz testen, dass wir da Bescheid wissen, aber ich glaube, es ist jetzt nichts Gravierendes. Das Sound bohrt sich, wird in der Motortour jetzt ein bisschen kritisch wahrscheinlich. Soll ich ihn dann vielleicht ein bisschen zurückgeben, Marc, meinst du vielleicht? Oder generell? Das Heck schaut schon mal ein bisschen komisch aus. Ja, genau, deswegen zählt die Runde nicht. Ja, geil. Okay, Marc. Alter, wo da ist der Bremspunkt? Ich bremse vor den Bremspunkt. Das stimmt nicht. Bei der Bremspunkt, Marcio, falls du noch da bist, kannst du merken, Valencia, der ist Müll. Kompletter Müll wieder. Milestone, Gratulation. Ja. Hat auch keiner getestet wahrscheinlich. Ich glaube, gar keiner hat da irgendwas getestet. Ja, fährt sich auch ganz nett, aber müssen wir jetzt nicht weiter bewurzeln. Kalex passt auf jeden Fall, so viel können wir sagen. So viel können wir, glaube ich, sagen. Meidelmüll, Molekül, was? So. Sollen wir jetzt schon? Okay, wir können uns ja noch überlegen im Prinzip. Petronas, Speedup und Info Augusta, ja. Petronas hätte zwar das bessere Angebot, aber ich wollte eigentlich zu Amerika. Sehen wir da jetzt noch irgendwas Spezielles? Ja, bei Petronas wird man einen besseren Vertrag definitiv bekommen. Zielbonus mal 20 ist dafür da ein bisschen höher. Ja gut, die Ziele werden wir meistens eh. Bonusvertrag einmalig 360, 375, ah, wurscht. American Racing annehmen. Ja, möchte ich. Danke. Bernie Baum fährt bei American Racing nächstes Jahr in der Moto2, Freunde. So schaut es nämlich aus. So schaut es nämlich aus, Freunde. So schaut es nämlich aus. Und wieder Regen und das noch in Valencia. Das ist ja schon wieder. Jetzt kommen die wieder mit dem scheiß Regen jedes Mal. Warum stehen sie sich so auf den behinderten Regen? Ich verstehe das nicht. Das ist in echt auch nicht so oft Regen, oder? Das Thema haben wir auch schon mal gehabt. Dann haben sie es in Regen ein bisschen zurückgenommen. Jetzt haben sie den auch wieder reingegeben, den Regen mehr. Das ist wirklich... Definitiv... Die Hälfte Regen könnten es von mir aus Minimum raustun. Braucht keiner. Das kann man leider nicht ausschalten, das ist das Problem. Das ist, ja. Ohne Worte.
Ohne Worte. Willkommen zurück, Freunde. 28 Likes haben wir schon. Jetzt schaffen wir die 30 noch, Freunde. Das wäre natürlich ganz geil. Sie will ich jetzt gar nicht mehr viel herumprobieren. Wir haben jetzt gar nicht viele Runden drin in Valencia, aber grundsätzlich sind wir gerade Moto2 auch gefahren. Einmal zwei bis maximal drei Runden zum Reinkommen. Tja, Freunde, letzte Mal sitzen wir hier auf unserer Moto3-Maschine. Ja, genau. Hier haben wir wenigstens nicht so eine extrem lange Gerade oder zwei wie in Malaysia vorher. Das wird im Moto2 und MotoGP auch die langen Geraden, das wird auch die Hölle werden. Nicht die Hölle, aber dasselbe Theater im Prinzip. Ja, genau. So. Da ist er, zurück in... Naja, da ist er. Also schauen wir mal, wie sich die KI noch verbessert. Wir sind jetzt
ab vorne. Wie bevor im Regen haben sie sich ja extrem verbessert. Als hätte die Strecke abgetrocknet. Hat es mir so ausgeschaut. Das entdeckt. So, ab ins Quali. Alles steht bereit. Können wir mal so lassen, glaube ich. Qualifying Session. In wenigen Augenblicken werden wir jene 18 Fahrer auf. Weil wir werden gleich mal sehen, wenn wir jetzt wieder die Weichen aufziehen. Ja, mal schauen. Der Motortour werden wir wirklich alles in den Rahmen stecken, in die Entwicklung, dass wir das Motorrad schnell stabil kriegen und gut zu fahren. Ja, Freunde, letztes Qualifying in der Moto3. Technisch muss man sagen, Gott sei Dank. Massier, anstatt uns jetzt vorbei lässt, gleich stört er uns natürlich. Okay, ich mich jetzt gerade vertan. Können wir noch nebenbei den Speed anschauen von ihm ein bisschen. Ich werde noch eine Runde. Jetzt kommt gerade auch noch mal dazu. Oh, da können wir ruhig ein bisschen hochdrehen, das ist das letzte Rennen. So, eine Runde fahren wir noch. Ah, das wird Long Lap Penalty, okay. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen verbockt hier. Obwohl, ja, wir sind noch im Rennen. Ja, noch zweimal rot. Thank you.
da wieder raus, ich trottel. Warte, jetzt schauen wir mal, ob wir... Ja, da verlieren wir wirklich Zeit, da wollen echt alle auf die Curbs immer fahren. Verstehe ich nicht. Okay, jetzt haben wir... okay, wir haben trotzdem den Schwung verloren. Okay, aber verkackt die letzten zwei. Vielleicht schon ein bisschen wegen Grip, ich weiß nicht. Blick in die Boxengasse. Okay, jetzt 5. Ja, dann lassen wir das mal gleich für den Regen so. Wenn die stärker werden, dann passt das schon. Darren Binder wieder hier am Start, der Weltmeister hier bei uns. 1,5. Eieieiei. Hallo und habe ich mir das Ding aufgeschrieben? Nein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Die... Auf der verdammt, na gut, haben wir den genau gewusst. Nur noch ein paar Minuten bis zum Start der Moto3-Klasse. Das ist ja keine Stärke. In der Startaufstellung darauf, dass die Fahrer grünes Licht für die Warm-up-Runde bekommen. Alle Fahrer stehen in der Startaufstellung. So, letztes Mal hier Moto3, Freunde. Letztes Mal Moto3. Ihr seid live dabei. Zum Start geben. Dann geht's in die Moto2. Ich weiß nicht, ob wir Testfahrten haben oder ob wir gleich in... Bahrain dann am Start sind. So, letztes Rennen, los geht's. Schau, wie die KI so allgemein verhält hier in Valencia. Jawohl, und alle stürzen hier. Die ersten drei, ersten vier. Sauber. Lag das nur im Regen? Ja, ist egal. Auf jeden Fall Milestone wieder. Super Job gemacht, wie immer. Und wie schießen es ab? Jawohl, das wäre ich null hier anwesend. Ja, es ist eigentlich... Ja, ich hätte so Lust auch... Einerseits habe ich so Bock auf MotoGP, andererseits würde ich es am besten am liebsten gleich deinstallieren und gar nicht mehr spielen. Solange ich weiß, dass die irgendwie vernünftig irgendwas da patchmäßig rausgehauen haben. Also einfach so null Sinn macht dann hier mit der KI. Na ja, und da fliegen die nächsten. Jawohl. Da liegt es auch ein bisschen am Regen, ich weiß es nicht. Ob es im Trockenen besser wäre. Keine Ahnung. Ja, genau. Er sticht wieder hier rein und schießt mich wieder ab hier. Jawohl. Freunde. Ja, und im Regen. Ich bin zwar 1,5 im Quali schneller gewesen, aber anscheinend im Regen noch weiter runterdrehen die KI. Also nicht normal. Die fahren einfach wie... Ja, die Zeiten müssen wir uns mal anschauen, aber es ändert eh nichts. Auch wenn sie jetzt gleich schnell fahren würden wie im Trockenen, es ändert nichts an der Sache. Es hilft ja nichts. Es hilft uns ja auch nicht weiter. Wundern würde es mich nicht, dass sie dieselben Zeiten fahren wie im Trockenen. Das wird zu 100% Milestone zuzutrauen. So, wir überholen einfach wieder 10 Motorräder oder so, weil wir so schnell sind. Das ist ja sowas von dämlich. Sollen uns mal Coden aus das anfangen, wie sie das machen in der Formel 1, dass die alle langsam machen. Ja, genau. Und stürzen wieder alle hier. Es ist so frustrierend, Freunde, ich sag's euch. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ja, und alle stürzen wir hier, da schauen wir mal, yes. Jawohl. Interessant, ob das nur im Regen ist. Da stürzen wir alle weg, jawohl. Geil. Jetzt haben wir vom geschafft, Alcoba, auch lustig.
Da stehe ich jetzt wieder rein hier. Das gibt's kein Morgen. Und da fliegen die nächsten. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Regenproblem, glaube ich. Obwohl, müssen wir natürlich im Trockenen auch nochmal explizit noch einmal austesten. Ob es da auch so viele Rutscher gibt. Sind die über die Wiese gefahren oder was war? Warum sind die weggerutscht? Ist es der Regen? Im Endeffekt ist auch wieder egal, weil es einfach nur scheiße ist, leider. Man muss es so klar sagen. Bitte nehmt Milestone die Lizenz weg und gebt es irgendwen anderen. Bitte. Also rein KI-technisch kann man das nicht mehr schlechter machen. Selbst wenn man sich bemüht, glaube ich, geht es gar nicht so schlecht. Ja, und wir hier ziehen wieder komplett vorbei. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich, Freunde. Ja, wir werden jetzt mal die ersten paar Rennen bei uns in der Moto2 jetzt anschauen. Und da fliegt er weg, jawohl. Und die nächsten hinten, oder? Und da fährt er einen rein wahrscheinlich, gleich Unfall wieder, jawohl. Ah, da sticht er rein, das wissen wir. In den Kurven sind sie wieder schnell. Aber die haben einfach hier den Mördergrip, die KI hier. Jedes weitere Wort ist überflüssig. Ich muss wieder aufmachen, sonst schießt mich der wieder komplett ab hier. Man braucht gar keinen Windschatten fahren, weil man eh permanent Windschatten plus irgendein Turbo hat. Und Unfall hinten wieder, jawohl, eine super Stelle. Gefühl ist zumindest im Trockenen, zumindest mit den Stürzen, glaube ich hier nicht so wild. Da können es Regen eh nicht und dann hauen sie noch so oft rein. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Was würden sie das Ganze hier machen und sagen, wir verarschen die ganzen Spieler und schauen mal, wie lange sie das Spiel trotzdem noch immer kaufen, egal wie scheiße wir es machen. So kommt einem das fast vor.
Oh, wir haben ja ein bisschen zu viel Sprit mit, so die letzten zwei Runden. Ja, Marc, da kann ich wirklich froh sein, dass ich nur 23 Euro zahlt habe auf dem EMOGA. Da bin ich wirklich froh. Das ist das absolute Maximum, was hier das Spiel verlangen darf. Ich hoffe hier wirklich inständig auf einen einigermaßen vernünftigen Patch. Sehe aber gleichzeitig schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte schon fast gesagt, schlechter kann man es nicht mehr machen, aber das sage ich speziell bei Milestone sicher nicht. Die kriegen auch das hin, da bin ich mir sicher bei der Sache. Da bin ich mir sicher, das würden sie sogar hinkriegen, dass es noch schlechter machen. KI-technisch jetzt. Sag, schlimmer kann es nicht mehr werden. Doch, Milestone würde das schaffen. Letzte Runde und da gleichzeitig ein Unfall in der Moto 3. Noch nie war ich so froh, dass diese Serie zu Ende ist. Und er stürzt. Ne, er schafft's, oder? Was fahre ich wieder? Unfall, aber nicht er. Ein unfassbar spannendes Duell gegen Artigas hier. Es ist kaum mehr bleiben die Leute auf den Plätzen sitzen. Es ist an Spannung kaum mehr zu überbieten. Das haben wir leider viel zu weit abtreiben lassen. Ja. Genau wie ich umgeschalten habe, das war ganz schlau, von Traktion auf 5 und auf Power 3. Ja. Zweiter. Der Parkfamilie füllt sich mit den Stars des Gott sei Dank, das war's. Darren Binder Weltmeister vor Pedro Acosta. Oh, Alter, wir haben sogar noch gleich für die Punkte wie Acosta. Sind aber nur Dritter. Wahrscheinlich hat er mehr Siege, das kann sein. Da sind wir noch richtig nach vorne gekommen. Massi auf Vierter, jawohl. Rodrigo, Minio, McPhee, Azuki, Alcobar, Garcia, Tigers, einmal können wir durchgehen. Toba, ja, enttäuschender Zwölfter. Eindeutig weiter vorne gesehen, eher so bei Suzuki Minimum, aber okay. Dennis Focci auch enttäuschend auf 13, nur Ben Leopard enttäuschend hier. Aber gut, mit den ganzen Stürzen und so, man weiß ja nicht genau, was wir waren. Wo? Fenati, Punkte, Antonelli. De Pasqui, der Schweizer mit 22 Punkten, mit 28 Punkten auf P22.
Adrian-Fernandes, wieder ein Adrian. Wie viele Adrian-Fernandes gibt es denn bitte? Maxi Kofler, 21 Punkte, na immerhin, super, auf 27, ja. Das ist natürlich auch zu wenig, aber immerhin. Ricardo Rossi hat auch 5 Punkte, ja, durch die Sturzorgien haben natürlich einige gepunktet, aber Maxi Kofler, enttäuschend hier. Ziemlich weit hinten. Oh, 11 Punkte noch vorne. Red Bull hat wenigstens den Konstrukteurs-Team, die Teammeisterschaft, gewonnen. Obwohl er heute nicht gewinnen konnte, war das eine großartige Darbietung. Der Applaus von Team und Fans ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Günther, gute Nacht. Du hast mir geschrieben, Marc, oder was? Sorry, das habe ich nicht gesehen. Also warte, ich kann eigentlich am Computer kurz schauen. Was stellt er um? Was hat er bei mir? Bei mir auch eine Rolle. Was hat er aktualisiert? Muss ich mir dann anschauen. Was hat er da genau umgestellt? Die Rolle, was? Leon, ja, vielleicht morgen Mittag oder am Donnerstagmittag. Also am Abend nicht, morgen habe ich Nachtdienst, Leon. Vielleicht morgen Mittag, muss ich noch schauen. Vielleicht auch nur ein Rennen oder so mal, weil ich habe was anderes auch noch zu tun, aber spätestens am Donnerstag auf jeden Fall. Morgen steht noch ein bisschen ein Fragezeichen. Also am Abend sicher nicht. Am Abend bin ich wieder am Freitag und Sonntag wahrscheinlich am Start. Wobei ich jetzt irgendwann mal wieder eine rote Washi-Box streamen werde oder so. Ich muss mal schauen. Jetzt werden wir mal hier reingehen in die Moto 2 und einmal die ersten paar Rennen einmal uns reinziehen und mal schauen, ob das ein bisschen interessanter ist wie in der Moto 3 und ein bisschen besser. Da haben wir dreimal in der Hand gewonnen, dann zweiter. Okay, deswegen sind wir auch noch vorgeschossen. Ah, jetzt auf einmal würden wir hier die Angebote hier von Liquimol. Ah, okay, alles klar, ja, super. Jetzt auf einmal, ja, alles klar. Ja, nice. Nicht interessiert, aber Angebotschance hoch, okay. Nein, jetzt hätte man Liqui Moly bekommen, oder? Na, das glaube ich jetzt ja nicht. Aber soll ich dafür Verhandlungen jetzt beginnen? Das geht ja gar nicht, die habe ich schon unterschrieben. Bonds HP40 wäre auch geil gewesen. Liqui Moly, Marcel Schröter, ja okay, na, da können wir nichts machen jetzt. Können wir nichts machen. Ja, werde ich ihm definitiv sagen, ja. Keine Ahnung, was er da herumstellt die ganze Zeit jetzt.
Ich weiß auch nicht, was er umstellt genau. Keine Ahnung, ich werde ihm einfach einmal selber die... Wie geht denn das? Diese Rolle einfach in meinen ziehen, oder? Wo geht denn das überhaupt? Ganz einfach. Ich weiß ja nicht einmal, was er genau gemacht hat. Keine Ahnung, wo ich das eigentlich umstelle. Na egal, schauen wir nachher an. Ja, aber von welcher Rolle auf welche Rolle mag? Ich stelle einfach seine Rolle um, dass er das nicht machen kann, oder? Das kann ja nicht jeder. Aber ich habe gar keinen Plan, wie ich das auf die Schnelle jetzt mache. Ich habe jetzt einfach mal die Adminrechte weggenommen. Ah, na Blödsinn, warte mal. Na, Chef bin ja ich. Nur Admin, nicht die Chefrolle. Ich glaube, dann kann er nichts mehr umstellen, oder? Ja, keine Ahnung, warum er das überhaupt macht. Ich keine Ahnung. Es passt doch alle, wie es ist. Muss man noch einmal fragen. Er wird sich schon melden. So, was machen wir jetzt hier überhaupt? Geht so nächste Woche. Ah, man kann sich jetzt wieder den Kalender aussuchen. Okay. Boah, da bleibe ich auf jeden Fall bei dem hier. Oh, nice. Ja, das bin ja ich, oder? Die Chefrolle. Jetzt habe ich nur oben Admin. Ich weiß nicht, ob das... Das reicht, ich weiß es nicht. Am Ende soll er mir genau sagen, was er vorhat. Um 28 schaut eigentlich eh ganz geil aus, oder? Da bleiben wir einfach dabei.
gut, das passt jetzt gut, aber eigentlich hat man der Junior wieder die Farbe umgestellt. Ich wollte doch eigentlich grün haben. Da unten sind meine Farbe, glaube ich. Schauen wir mal. Ah, okay, das passt schon. Was ist das? Okay. Ach so. Ach so, okay. So, also jetzt kommt schon die Präsentation, oder? Naja, egal. Das wäre ja eigentlich für den nächsten Stream vielleicht geil gewesen am Anfang, aber egal. Geil, ist ja besser, wenn wir hier zu dritt sind, als wenn ich dann alleine hier stehe am Podium. In einem privaten Team. Ja, mal schauen, was wir hier hinkriegen. Oh, kann man hier doch ein Team erstellen? Benötigter Ruf 200.000. Und jetzt, Freunde, kommt gleich der Trainer ins Spiel. So, mal schauen, ob es einen gibt überhaupt. Mal schauen, ob es einen gibt überhaupt, weil das geht mir auf die Eier. Ich will jetzt gerne ein Junior-Team gründen und geht nicht, weil ich die scheiß Fans nicht habe. Milestone, jawohl. Das muss ja unbedingt sein, oder? Ach Gott, ich will gerne selber entscheiden, wann ich ein Team gründe. So, Games. Ich schau mal kurz, ob es von meiner Trainerseite was gibt. Mr. Prepper Trainer, na perfekt. Ich kann mir's ja fast nicht vorstellen. Ich kann mir's ja fast nicht vorstellen, dass da jetzt schon was gibt. Kommen dort sicher was. Ne, da gibt's mal nichts auf der Seite. Aber nicht, haben wir Pech gehabt. Gibt es auch nichts, so eine Chance haben wir noch. Eine Chance haben wir noch. Ah, Marzio, ich wollte noch. Soll ich das hier jetzt sehen oder dann privat? Bezüglich. Wollte ich vorher schon, habe ich das vergessen. Subnautica. / Below Zero. Egal, eigentlich ist bei beiden. Geht es ums Gleiche. Erzähle ich dir dann später vielleicht. Beziehungsweise ist eigentlich egal, falls du noch da bist. Du brauchst dort im Prinzip keinen Trainer, weil du kannst aussuchen, wie du spielst. Ob du normal spielst oder etwas härter oder ohne Survival-Modus, oder ohne Essen und Trinken zum Beispiel oder gleich komplett im Kreativ-Modus. Also in dem Sinne brauchst du fast keinen Trainer dort. Nur mal so als kleine Randinfo. Wird sicher auf der Konsole gleich sein. Finde ich aber nice, dass es einen Kreativmodus gibt, dass du ein bisschen rumexperimentieren kannst oder so. So, wie suche ich denn da jetzt? MotoGP. Aber wird es schätzumativ nicht geben, oder? So, M. Ah, wenn, da gibt es hier. Aber hier gibt es sehr viel. Moto.
Ich will bitte mein Team gründen, das kann ja nicht so schwer sein, oder? MotoGP 20 nur leider drin, ja, schade, dann geht's nicht. Dann geht das leider nicht. Ja, dann können wir kein Team gründen. Jo, schade. Dann dürfen wir hier kein Team gründen. Naja. Aber spätestens nächstes Jahr wahrscheinlich. Stell einen Teammanager ein, der Sponsoren. Er ist das gleiche, oder komplett haben sie sicher nichts geändert. Stell den technischen Leiter ein, ja, verleihen, ja, wissen wir, hol das meiste aus deinem Team heraus, indem du spezielle Verbesserungen kaufst, wissen wir, feuere den Fahrer auf den Weg zur Ziellinie an, ja, anfeuern, ja, aber hat er keinen Einfluss, nehme ich mal an. Naja. Geh schnell zum nächsten Event. Ja, ist eigentlich egal. Zahlung, ja, das schaffen wir schon so. So, haben wir Regen? Na, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. So, FT-Ding. Gehen wir mal rein, würde ich sagen. Gehen wir da noch kurz rein. Habe ich jetzt Bock, da noch das erste Rennen zu fahren? Ich weiß nicht. Wir sind wieder zurück und begrüßen. Das mal unser Motorrad, würde ich sagen, im Training, oder? Testen wir das mal. Setup, das werde ich dann offline testen. Entwicklung ist ja alles das gleiche, da brauchen wir echt viel schauen. Ich weiß noch nicht, reifentechnisch, werden wir einfach mal die zwei mittleren testen, würde ich sagen, das erste. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal, steigen wir mal das allererste Mal auf unsere Motor 2 Maschine auf, America Racing. Azio, erste Mal Motor 2. Moment, ich muss mein Headset richtig aufsetzen hier. So, was haben wir da? Kontrollbildschirm, was haben wir da? 28 Likes, ja, das ist nett, das ist nice. Was, 6 Likes? Bei mir steht 28, inklusive meinen Like. Du mal aktualisieren, gar am Handy aktualisiert das nicht automatisch, Marc, was du am Handy schaust. Ja. Kollege, da hängen wir uns gleich mal dran, oder? Wir müssen mal schauen, ob wir von der Stärke her jetzt ungefähr am Start sind. Also, ich habe sehr gerne aufgeschrieben bei der Motor. 3 die Stärke, habe ich ganz verpeilt, nochmal nachzuschauen. Oder habe ich mal das aufgeschrieben? Lass mal kurz schauen. Der Mars, USA. Nö, ich trottel, habe mir das gar nicht so aufgeschrieben. Super geil. Also die Strecke zumindest. Ja, gibt es ja gar keine Bremslinie, den Test mit der Linie oder was? Ah, Marc, sorry, wir wollten ja zurückdrehen, oder? Der Sound ist noch zu hell, oder? Also zu laut? Dann drehe ich es ein bisschen zurück. Nach der Ausfahrt. Boah, Kalex, glaube ich, war schon mal die richtige Entscheidung. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht, dass wir da gar nicht entwickelt haben.
geglaubt, dass das zählt. Also ein bisschen das Feingefühl für die Motor bekommen, aber... Ja, das kommt schon noch. Grundsätzlich fühle ich mich da schon mal wohler wie der Motor 3, irgendwie ein bisschen. Ah, es geht auch schneller. Mag ja Kollege und du verstehst Kollege. Geil, ja. So, wie schauen die Reifen aus? Ah, Motor 2, da müssen wir fast vorne ein Härter dran drauf, oder? Uiuiuiuiui. Der fährt gar nicht so schlecht. Der Kollege da vorne. Ja, aber ist richtig Bock drauf auf Motor 2. Was wir noch probieren können, wenn Regen kommt, ob wir mal rausgehen oder Spiel neu starten, zum Beispiel, ob sich das Wetter ändert. Ah, Nase juckt. Shit. Ja. Das, ja, okay, da kann man leider nicht viel machen jetzt. Ich weiß, das Geräusch ist leider ein bisschen penetrant, das stimmt. Ja, okay, Motor 2, Marzio, kannst du merken, Vorderreifen mehr beansprucht wie der Hinterreifen, also umgekehrt wie in der Motor 3 grundsätzlich, also kann sein, dass wir im Rennen vorne hart, hinten mittel fahren müssen. Ja, vorne hart, ja gut, ist Gott sei Dank nicht so dramatisch, wenn wir eh die Fahrhilfen drin haben, sonst wäre das vielleicht ein bisschen instabil vorne. So, jetzt schauen wir mal hinter Kané hier. Ja, da wird er ein bisschen langsamer hier, wenn es zum Anbremsen hingeht. So mal so hier fährt, schaut es gar nicht so schlecht aus mit der KI. Der Schein drückt aber, Freunde, der Schein drückt. Alter, was ist denn da mit dem scheiß Bremspunkt? Sorry. Wieder Müll, der Bremspunkt. Wieder Müll. Ich mich vertan nehmen. So, wie es mit Speed ist, jetzt kommen wir auch wieder ein bisschen ran hier, wenn es ein bisschen über... Je schneller das wird, desto schneller sind wir auch im Vergleich zur KI. Jetzt bin ich mal auf der Start-Ziel gespannt, ob das hoffentlich nicht so krass ist wie in der Moto 3.
Aber grundsätzlich macht's Spaß. Bis jetzt. Aber Canette in Portimao richtig stark gewesen. Er bleibt draußen, okay. Ein bisschen schneller, oder? Wow, da, was war das jetzt? Ist der jetzt generell wieder so langsam oder hat er nur einen Rutscher drin gehabt, den kleinen? Man weiß es nicht. So, wir lassen einmal vorbei wieder und fahren noch eine Runde nach, obwohl unser Reifen schon ziemlich im Arsch ist. Bis auf die Gerade geht es ja fast, obwohl hier nach hinten, glaube ich, sind wir auch schon schneller. Ihr seht das und dann kommen wir da ran, aber das geht noch einigermaßen. Ja, die Kollege von Kané wäre eigentlich auch ganz witzig. Hat der das Speed-Up? Die drehen leider so hoch, Marc, wenn wir noch einmal hier im Sound kommen. Die 600er plus noch dazu nicht gut umgesetzt von Milestone. Leider der Sound dreht, also jetzt so, weiß nicht, gefühlt geht das sicher besser noch. Aber die 600er drehen leider relativ hoch, das ist das Problem. Rennen könnte das aber relativ okay sein. Wenn wir da anfangs quasi ein bisschen zurückrutschen, dass wir dann der Geraden ein bisschen einholen. Hoffentlich fährt jetzt nicht die Box, da können wir noch einmal schauen auf der Geraden, was er tut oder ob er wirklich zu langsam ist. Dann hat sich das dem mit der Model 2 leider auch halbwegs erübrigt. Er bleibt draußen, geil. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier. Sind wir ein bisschen schlechter rausgekommen. Okay, voll erledigt. Er hat auch keinen Speed. Und zwar extrem auch leider. Also das hat sich leider schon einmal erledigt. Ja, danke, Syrin, dass du einfach hier wieder reinfährst. Weil wäre ich nicht da. Freunde. 30 Likes, danke, Freunde. Naja, die Frage ist nochmal nach insgesamt. Ich mach's mal bei mir ein bisschen leiser. Was wirklich mag, oder was? Ah, das wäre aber die Höchststrafe für Vettel. Ob die das bringen? Ob die das wirklich bringen? Ja, Vettel ist wirklich schwach. Vettel ist wirklich schwach. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ja, natürlich ist Pech, dass jetzt wieder ein Heck hat, aber das instabil ist, aber so schwach darf er trotzdem nicht sein. Das ist ja nicht normal. Irgendwie würde ich auch gerne ein längeres Rennen fast, aber jetzt ist schon wieder 1:30, Freunde, das ist nicht normal. Haben wir nicht jetzt abbrechen und dann morgen mit Quali und mit Rennen mal weitermachen. Um die Mittagszeit. Ich weiß nicht. 30 Likes, danke, sehe ich bei mir. Ich weiß nicht, ob Marc, ob der das hat, dass der das Vertrag drinstehen, wenn er irgendeine Leistung nicht bringt, dass ihn da wirklich einfach so ersetzen können. Na, das wäre doch die Höchststrafe. Also das kann ich mir ja fast nicht vorstellen, dass sie das bringen und dass es überhaupt vertraglich möglich wäre.
dass der da irgendwas drin hat, dass er, wenn er zu langsam ist. Aber wie das genau geregelt ist an dem Vertrag. Also mal Minimum bis zur Sommerpause, glaube ich. Wenn er nicht komplett, daneben jetzt ist, wird er mal Minimum sicher mal bis zur Sommerpause mal, sie wird sich sicher nichts tun, das glaube ich nicht. Aber dass sie ihn einfach so ersetzen könnten, wenn er jetzt, ja, keine Ahnung, in Imola hat er keine Schuld, oder? Da sind die Bremse abgeraucht und andere Probleme und Strafen und keine Ahnung. Da kann er ja auch nicht auf Speed kommen mit den ganzen Problemen. Ja, grundsätzlich schade, dass Aston Martin getroffen wurde, das stimmt, ja. Gut, dass Mercedes getroffen wurde, dass jetzt Spannung mit Red Bull ist, aber Aston Martin ist schade, ja. Weil es ist Pech halt, dass sie Mercedes kopiert haben, in dem Sinne jetzt. Da hat Vettel noch einmal doppeltes Pech eigentlich. Ich kann mich jetzt gar nicht so krass erinnern, ehrlich gesagt. So, also zur extra Leistung, dass er das Fahrer einfach so ersetzt hätte. Also mitten in. Ah, Palmer haben sie, glaube ich, einmal ersetzt. Kann das sein? Ich glaube, den Palmer haben sie mal ersetzt. Ja, die Frage ist: Fahren wir jetzt noch Quali oder fahren wir nicht Quali? Ich glaube, ja, es ist schon 2:30. Ich war heute auch in der Arbeit. Ich hätte zwar irgendwie Bock, aber ich glaube, ich bin fast eine Idee zu müde. Denn ich will mir die Spannung noch aufbehalten, wie die im Rennen dann hier performen, obwohl trockene geht. Ich glaube, Regen ist, glaube ich, speziell auch ein Problem für die KI. Ich glaube, der Bandit hat da geschrieben, dass die Moto2 da im Regen auch Probleme hat. Wir können mal schauen, ob da wirklich ob da auch hier Gusto Fernandez hier. Ja, wir wären eigentlich ganz gut am Start. Der hat wieder vorne soft, alles klar. Ich glaube, diese Anzeigen sind ja auch komplett am Müll hier, oder? Wir haben auch hinten die härteren, obwohl vorne bei mir der Reifen eigentlich mehr. Ja. Benschneider. Sam Lowe hier nur 7. Okay, das sagt jetzt noch nicht viel wahrscheinlich. Was sagt ihr, Freunde? Ich glaube, ich werde heute mal aufhören. Testfahrt haben wir mal gemacht mit unserer Moto2. Dann freuen wir uns. Dafür fahren wir morgen, oder? Zumindest einmal den Grand Prix auf jeden Fall in einem Stream gleich einmal. Und vielleicht einen zweiten auch. Um die Mittagszeit. Jetzt sind wir eh schon hier, weiß nicht, fast schon 3 Stunden am Start, oder? Oder? Ich weiß gar nicht, keine Ahnung. Ihr wollt eh auch schlafen gehen wahrscheinlich. Dann werde ich noch ein bisschen die Playstation kurz aufdrehen. Ja, und mich schön langsam verabschieden und Danke sagen fürs Zuschauen, fürs Liken, Freunde. Und sagen wir dafür einfach Mittag wieder am Start. Am Abend, morgen nicht, da habe ich Nachtdienst, aber morgen Mittag. Ja, wenn es Bock macht, gleich Donnerstag Mittag auch so im Bereich 12 bis 2:30 einmal grob gesagt. Kann auch 12:30 werden, kann aber auch am Donnerstag nicht, da stehe ich erst um 12 auf nach der Nachtschicht. Aber morgen könnte es auch 11:30 sein schon beim Start, theoretisch. Ach, 12:30, sorry, 12:30. Freitag habe ich Tagdienst, dann bin ich wieder am Abend dann am Start. Gut, ist vielleicht schon ein bisschen zu weit vorgegriffen. Samstag bin ich dann nicht da, von Samstag auf Sonntag. In der Steiermark. Aber Sonntag am Abend könnte ich wieder am Start. Ja, ja, machen wir Sonntag auch. Und am Montag werde ich dann vielleicht einmal wieder World of Warships bringen. Aber das überlege ich mir noch. Wenn wir dann ein bisschen bei Rennen auch gefahren sind. Und mal ein bisschen dann geschaut haben, wie es ausschaut. So, dann haben wir gleich mal die erste Testzeit, Bestzeit gemacht, erste Session. Ja, okay.
könnte im Rennen, ja, mal schauen. Ja, mit der Geraden, wo wir eh schneller sind. Alter, in der Motor 2 sind wir jetzt auch schneller hier auf der, weil wir haben es in der MotoGP, glaube ich, auch schon gesehen, dass wir da vorgefahren sind. Das ist ein Dauerspiel, Freunde. Kann ja nicht so die KI einschalten, wenn dann. Das Problem ist ja dann wieder, wenn sie dann wieder im Infield schneller sind, wenn man so dann raufstellt. Die KI, dann kann ja wieder passieren, dass sie irgendwie abschießt, wenn sie irgendwo vorbei will oder so, wenn sie schneller ist im Infield quasi, also in den Kurven. Das ist ja richtig behindert. Aber wirklich das Setup irgendwie einschalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Freunde. Ah, okay, Sydney, alles klar. Ja, Marco, aber so in letzter Zeit fehlt mir nur Julian Palmer, glaube ich, ein. Aber haben sie ihn mitten in der Saison ersetzt? Ich weiß es gar nicht. Bei Renault damals. Sonst fehlt mir jetzt krass jetzt so keiner ein, irgendwie. Alles steht bereit für die zweite Quote. Oh, Marcel Schröter hat es ins Q1 geschafft, ins Q2. Da ist er gerade an der Schippe anscheinend. Na, mal schauen, ob er es da oft rein schafft, immerhin, aber ja, gut. Vorne dabei ist er ohnehin nicht, also. Aber immerhin. So, Setup, da können wir ja eigentlich nur. Bei der Übertragung schauen. Was könnte die KI? Ja, Standard-Setup habe ich. Können ja abbrechen, ist egal. Man erzielt eine höhere Geschwindigkeit, indem man die Übersetzung verringert. Das heißt, wenn möchte ich raufgehen, während die Beschleunigung größer ist. Gehen wir mal voll auf Beschleunigung. Was ist das? Das Bremsverhalten des Motorrads kann durch Einstellen der Schlupfkupplung verändert werden. Also nur die Bremse wird die Fähigkeit erhöht, ob die Kupplung tendenziell geschlossen. Ah, da kenne ich mich zu wenig aus. Da fährt er auf die Strecke. Schauen wir mal nur kurz auf der Geraden, ob man jetzt einen Unterschied einzahlt. Meinen Topspeed leider nicht gemerkt. Das Rennen ausprobiert. So, wir werden hier mal auf ihn warten. Da kommt natürlich weit und breit keiner. Auch klar jetzt. Ach so, die Reifen auch nicht gewechselt, egal. Danke Spiel, dass man gleich neue Reifen aufzieht, hier super nett. Wir aufwärmen den Reifen. So, kommt jetzt endlich einmal da hinten. Fuck, den hab ich jetzt. Jetzt hab ich's verbockt. Er kehrt in die Box zurück. Sorry, wir haben's verbockt. Ja, im Endeffekt für die Gerade, da ist ja eh Rille. Die
falsche Taste. Jetzt stürzt er! Jetzt stürzt der Gärtner! Ich glaube, ich krieg mich nicht mehr. Er stürzt auch! Ja, habt ihr Angst vor uns, oder was? Alter Schwede, was ist denn da los? Sind die wegen uns gestürzt, weil wir da gestanden sind, oder was? Teamkollege sogar? Ah, genauso schnell mag. Okay, na super. Dann muss ich. Ja, okay. Sehen wir schon. Ah, unser Teamkollege. Ah, fuck. Foto für Thumbnail eventuell, ha? Huh? Okay, das ist aber ein bisschen scheiße. Ja, wobei. Shit, wie kann ich denn hier ein Thumbnail machen? Warte mal, wie geht denn das? F12? F11? F11? Beziehungsweise, wo geht denn das hier? Virtuelle Kamera? Ne, Studiomodus? Ne, kein Plan. Wo ist denn bei Steam noch einmal die... Ah, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht, na Gott sei Dank. Vielleicht machen wir da ein neues Thumbnail. Obwohl, ist gerade ein bisschen doof, oder? Ja. Im Moment sieht es aus. 270. So, das werden wir doch irgendwie hinkriegen, dass wir hier den Topspeed runterbringen, oder Freunde? Das gibt's ja gar nicht. Ja, komm gleich einmal komplett radikal runter. Komplett radikal runter. Er war komplett. Wenn dann richtig hier. Hoppala. War das die falsche Richtung vielleicht? Nee. What? Das Qualifying ist... Oh shit, noch einmal spielen. B, komm. Für was haben wir denn das? Hat nur den... Okay, das passt. Ich will nur die gerade runter. 270, dass wir jetzt auch zwei. Wir könnten im Replay mit der KI mitfahren, oder? Wie schnell fahren die? 250? Ja, das liegt doch sicher nicht am Setup. Kann man schon, ob wir überhaupt einen Unterschied merken? Jetzt habe ich wieder die schlechten Reifen drauf. Wollt ihr mich verarschen hier? Aber ist eigentlich egal. Kommt doch wieder auf 270 hier, aber nur in der fünften. Hä? Alter Schwede. Da bin ich ja da hier ganz langsam, oder? Das geht ja auch nicht wirklich. Er kehrt in die Box zurück. Wir können uns bewusst gar nicht langsamer machen, finde ich auch witzig. Gehen wir da mal in die Richtung. Also sind einfach nur die Gänge höher anscheinend, aber... Oder keine Ahnung. Wir probieren einfach mal alles durch. Aber Moment, ich habe die falsche... Dinge eingestellt.
Hä? Ja, auch nice. Jetzt komme ich da nicht mehr raus, oder was, da unten? Okay, ich kann das Bild nicht mehr. Datei. Vollbild. Ah, jetzt, Gott sei Dank. Halleluja. Marzio, bist du noch auf der PS4? Nur mal kurz so. Zur Info. So, mal runter in die Gerade. Okay, das hat einmal gefühlt gar nichts gebracht. Ja, gut, wir brauchen länger, bis wir auf 240 sind. Aber das ist im Infield ja auch scheiße drauf, wenn wir hier so fahren. Blick in die Boxengasse. Da beschleunigen wir viel schlechter raus eigentlich. Das, im Infield müssen wir eigentlich fast schneller sein. Das hat jetzt auch absolut keinen Sinn eigentlich. Wenn wir das alles hier darauf stellen, was ist denn dann eigentlich? Nochmal zum Schauen. Was ist da die richtige Richtung? Es kommt der gleich hinter uns hier. Ah, jetzt fünfter. Sechster. ...2,15. Klingt zwar scheiße, aber jetzt sind wir langsamer. Das will ich jetzt wissen, Freunde. Das will ich jetzt wissen. Komm, fahr mal vorbei. Die Runde fahren wir jetzt mal mit. Haben wir es jetzt endlich. Haben wir die KI ausgetrickst. Alles Ari, komm. Sind wir trotzdem hier reingekommen? Boah, macht aber schon richtig Spaß, Motor 2. Das hat mir schon immer gefallen. Richtig geil. Ja, wir müssen schauen, dass wir irgendwie nicht in den Begrenzer kommen, weil das klingt ja richtig scheiße, wenn wir da im Begrenzer hängen. Da haut sich in Marke noch mehr die Ohren raus, als wir jetzt schon. Und mir auch, nebenbei. Und allen anderen. Ja, aber die KI hängt ja nicht im Begrenzer, das hätte man doch gehört. Wir machen uns freiwillig langsamer. Es schaut aus, als wären wir trotzdem noch schneller. Wir sind ja wieder gerade rangekommen. Jetzt bin ich mal gespannt hier. Also bis jetzt war es eigentlich recht geil hinter Balsari. Gut, also wenn ein bisschen vor uns bremst, ist klar. Alter, es fährt halt die Box! Nein! Nein! Willst du mich verarschen, oder, mein Kumpel? Nee, oder? Jetzt fährt er ernsthaft. Ja, wenn die Zeit schon wieder von. Alter Schwede. Ja, war so klar, oder? Ah, okay, Mats, ja, macht ja nichts.
So, wir werden hier mal Motor 2 speichern. Leider kann man es nicht beschriften, glaube ich. Warte mal, was ist denn, wenn man dann jetzt hier das in die Richtung geben? Sein Bike ist start. Jetzt kommt wieder keiner. Jetzt kommt wieder keiner. Jetzt fahre ich nur 2,34. Klingt aber leider natürlich extrem scheiße. Aber wir sind noch langsamer geworden. Dann so, was? Bier? B-O-Bier. Wie spricht man denn aus? Unser Teamkollege auf jeden Fall mit der Nummer 6. Bo-Bier. Den fahren wir mal nach hier. Gut, wir könnten ja den sechsten Gang ein bisschen, vielleicht geht er, vielleicht, dass er nicht so extrem im Begrenzer dann ist. Aber es ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders natürlich, logischerweise, aber ich werde dann offscreen noch ein bisschen herumprobieren, vielleicht finden wir da irgendeine halbwegs vernünftige Lösung. Wenn es Milestone schon nicht findet, dass wir interessante Rennen haben. Wir könnten einfach nur ins Replay und bei ihm in Onboard rein, oder? Da sehen wir auch, wie schnell er ist. Ah, ich glaube, jetzt ist fast ein bisschen zu krass, glaube ich, gefühlt. In die Boxengasse, wo das Team seinen Fahrer erwartet. KI schaut aber aus, als würde sie dann zum Schluss noch einmal auf die 270 raufgehen. Nur mal so als Test noch einmal. Hoho, jetzt der sechste Gang, ja. Ja, ich glaube, so etwas klingt ein bisschen scheiße. Wir müssen den fünften und vierten noch ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, so könnte man es ungefähr machen. Im Moment sieht es aus. So, pass auf einmal. Ich habe da schon noch eine Idee. Ich glaube, so passt es. Thank you.
So, jetzt letzte Mal noch Versuch auf der auf die Gerade raus. Und den nehmen wir gleich mit da hinten. Wenn er nicht in die Box fährt. Der fährt in die Box, ist klar. Jetzt kommen wir zwar wieder auf die 270. Wieso fährt denn der jetzt raus noch einmal? Hä? 30 Sekunden vor Schluss? Ja, okay, keine Ahnung. Müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen. Jo, Freunde, wir sind in der Moto2 angelangt. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Jetzt müssen wir uns wenigstens keine Gedanken über das Design vom Moped machen, Gott sei Dank. Das schaut echt geil aus, das passt perfekt. Ja, ich will noch eine Nummer 27 machen, ja, aber an und für sich, ja, können wir mit 28 auch fahren, aber... Ja, die 27 selber werde ich auch so hinkriegen, glaube ich. Das wird schon irgendwie möglich sein. Ja, 2 Uhr genau, passt perfekt. Ich würde sagen... Ich würde fast sagen, wir sehen uns... Ja, morgen gegen die Mittagszeit wieder und dann fahren wir hier... in voller Frische Moto2 Quali. Ich werde noch ein bisschen herumexperimentieren. Moto2 noch ein bisschen und Setup vielleicht, dass wir dann nicht ganz so OP auf der Geraden runterschießen. Hat sich jetzt schon einmal ganz vernünftig angehört, aber wir sind ja vorher auch 270 gefahren, aber ich glaube, ja genau, aber das Ding war, wir waren schneller auf die 270 oben. So wie wir es dann vielleicht am Ende noch, dass wir, wenn wir vielleicht eine Idee schneller sind auf der Geraden, ist er vielleicht eh nicht ganz so schlecht. Jo, genau, Marc. Danke auch fürs Zuschauen. Bleibt gesund bis morgen. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen der Moto2 helfen. Falls Marzio, falls du da das Setup brauchst von mir, wegen den Gängen, oder hast du es eh gesehen, wenn du es willst, dass du nicht so schnell bist auf der Geraden. Aber das muss ich noch ein bisschen verfeinern, glaube ich, und ein bisschen... Da könnte ich ja fast ein Tutorial machen, oder? Ein Video. Da würden, glaube ich, wahrscheinlich alle reinschalten. Einstellung, dass man gleich schnell auf der Geraden ist wie die KI. Weil gleichzeitig beschleunigt man ja so ein bisschen schneller raus auch, glaube ich. Das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht. Ja, da glaube das gefällt mir. Und wenn es nur ein bisschen in die Richtung geht, in die richtige. Wenn wir noch eine Idee schneller sind, macht es ja nichts. Aber ich glaube, das schaut gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Ich glaube, das schaut ganz gut aus. Ich glaube, die KI braucht auch nur ein bisschen auf Tempo kommt, aber gefühlt ist sie dann gar nicht schneller geworden, aber ist egal. Das passt schon. Das passt schon. Gute Nacht, Sydney. Danke fürs Zuschauen auch. Und ja, wenn es wollt, morgen Mittag wieder gerne mit am Start sein. Ich habe mir gerade entschieden, ich fahre morgen auch. Eben dieses Rennen und vielleicht dann das zweite werden wir auch noch mitnehmen. Mal schauen. Muss auch ein bisschen was anderes noch erledigen, aber das werden wir schon hinkriegen. Und dann Donnerstag werden wir auch ein bisschen fahren, 2 Rennen oder so. Und Freitag am Abend werden wir auch wieder streamen. Dann nicht ganz so lang wie heute wahrscheinlich, weil ich dann am nächsten Tag ein bisschen raus muss. Aber so 1:30 wird sich auch ausgehen am Freitag und dann schauen wir weiter. Gut, danke fürs Zuschauen. Das war's für heute. Recht herzlichen Dank an alle, die dabei waren und 30 Likes, der Wahnsinn. Recht herzlichen Dank. Morgen um die Mittagszeit geht's weiter. Donnerstag auch um die Mittagszeit. Das sind die 2 nächsten Termine. Ihr könnt es euch merken, wenn ihr wollt, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt. Wenn nicht, könnt ihr es auch natürlich auch gerne danach anschauen, wie ihr wollt. Jo, dann wünsche ich allen jetzt eine gute Nacht. Eine recht herzliche gute Nacht. Nein, sagt man nicht. Einfach eine gute Nacht. Und ja, ich würde sagen, morgen haben wir wieder ein Date, wer Zeit und Lust hat. Dann starten wir richtig rein in die Moto2-Saison und ich werde schauen, ob ich noch
bisschen was hier vom Speed her ein bisschen einstellen kann, dass wir da ein bisschen interessantere Rennen haben. Gut, Freunde. Dann noch einmal danke. Und ja, wahrscheinlich bis morgen hoffentlich, wenn die meisten am Start sind auch. Ciao, ciao.